Das Normale. nächste Mal besorge ich mir eine Uniform und mal suche mal meinen Sternenflotten-Galaxie-Hintergrund wieder raus, wenn das zeitnah irgendwie nochmal. Ich dachte, dass wir das jetzt so alle 2 Monate machen. Ja, schön, dann kaufe ich mir eine Uniform. Mit echt paar Zeit, die ich eigentlich damals schon Dann machen muss ich sollte. das Aber auch nee. machen. Und ich eine Kamera, Nein. die gelb erkennen kann. Das ist ein bisschen peinlich gerade. Die Idee war ja, dass wir dann jedes Ja, Mal nicht. neue Leute aus unseren Patreon-Pools also rein rotieren, ja, und dann halt jeder mal die Chance hat, ein Crewmitglied der Hawking zu spielen, nachdem hier schon eine Menge Leute das hier im Chat tun. Ja, wir haben ja eine ganze Liste. Wir haben die ja auch aufgeschrieben. Der Flo hat ja toll eine tolle Excel-Tabelle damals mit Crewmitgliedern Ja. angelegt. Wir haben tatsächlich ein recht gut bevölkertes Schiff, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben fast mehr Leute, als da eigentlich drauf sein dürften. Als Uniform zählt jeder Schlafanzug, der blau oder rot ist oder gelb. Das finde ich, Oh, das ist leicht, das kriege ich hin. das finde ich auch gut, ja. Ich hab einen rosa Schlafanzug. Ein. Doch, ich habe einen Welcher blauen, Track aber mit ist das? weihnachtlichen Sachen drauf. Der rosa. Solange darüber. Also Science, Engineering, Operations und Comfort. Comfort. Der flauschige. Comfort Division. Comfort Oh, Division, genau. das klingt ganz falsch. Das ist dann so, die müssen dann dafür sorgen, dass immer genügend Snacks auf der Brücke sind und so. Snacks auf der Brücke. Keine Sind die wieder Snacks wie auf meiner Brücke. nachher Wie der Original Series, da kamen doch immer so Frauen rein und dem Kirk so mit Tabletten auf, tellerweise oder? Häppchen gebracht. Dann werde ich vorne am Steuer mal die ganze Zeit Stimmt, bremsen, ja. damit der Wagen auch bei mir vorbeikommt. Bremsen. Einmal nicken. Entertainment ist auch gut. Ja, wir hatten ja eine Zeit lang, es gibt ja eine etablierten Kanon, einen Filme-Serienabend, der in Astromatics veranstaltet wird vom Denubulaner. Ja. Ich habe extra einen Replikator gegenüber der Tür von Astronamics einbauen lassen, damit wir dieses klebende Popcorn überall im Schiff da so einfach schlecken. Stimmt, das stimmt. Wir sind immer in die Astro-Abteilung gegangen und dann haben sie da mit ihren riesigen Projektionen stattdessen denubulanische Ja, Soaps laufen, Telenovelas, ja, Telenovelas auch laufen so, lassen. ja. Hattet ihr vorab geklärt, wie die letzten Folgen in den Kanon unserer Reihe passen? Also zum Beispiel die Riser-Folge. Ich bin immer noch Verrat auf dafür, Riser sie. oder so. Also ja, ich bin immer noch dafür, dass die wirklich passiert ist, aber natürlich konnte der Arzt gerettet werden, weil wir leben ja nicht in der Steinzeit. Während andere Leute der Meinung waren, das wäre einfach ein schiefgegangenes Holo-Abenteuer gewesen, denn so komisch wäre doch kein ehemaliger Tal'Shiar-Agent drauf. Ja, das ist irgendein anderer Geheimdienst von den Romulanern gewesen. Das war kein Talschia, die haben ja bestimmt Hunderte. Das ist so ein, wie du schon sagst, so ein Freelance-Geheimdienst gewesen, so, den man dann Wie hießen irgendwo in den gelben Seiten sucht, wenn man jemanden braucht zum die anderen Ausspionieren. Geheimen aus Picard? Die romulanischen gelben Schwarz, Seiten, wer kennt sie Schwarz. nicht? Wir spielen heute Abend das erste Mal seit einer ganzen Weile wieder Star Trek Adventures, das offizielle Rollenspiel zu Star Trek. Und wir sind hier nicht nur in einem wunderschönen Okudagramm, das die Julia gefertigt hat, wir sind auch in der Timeline der Kampagne, die die Julia ursprünglich mal geschrieben und geleitet hat. Und dementsprechend gibt es vermutlich ein bisschen was zu erklären, was das hier ist und was hier passiert, falls ihr bei den Abenteuern der Hawking noch nicht dabei wart. Die USS Hawking ist das Schiff, in dem wir offiziell unterwegs sind in dieser Storyline.
Und die Besetzung hier ist zum Teil noch das Original von damals und wir haben zwei neue Leute mit an Bord. Und der Plan ist, dass wir öfters jetzt das wieder spielen und jeweils einzelne kleine One-Shots machen, sodass wir auch Crewmitglieder durchwechseln können, dass auch mal verschiedenste Leute aus unserer wunderbaren Community ihre Rolle an Bord der Hawking spielen können. Denn während der Kampagne wurde es auch mehr oder weniger Usus, dass die Leute im Chat ihre eigenen NSCs an Bord gespielt haben. Ich finde es schön, dass Julia unter anderem jetzt auch einen Charakter spielt, der nach jemandem aus dem Chat benannt ist. Beziehungsweise zwei Leuten, glaube ich. Das hat sich dann ergeben. Ja. Okay. Also, wer sind wir? Ich bin Mayri und ich bin die Spielleitung. Früher war ich Spielerin in der Kampagne. Dementsprechend wird meine Figur Captain Duna Varix jetzt ein NSC, die sich zurücklehnen und takalianischen Tee trinken kann, während der Rest der Crew die Probleme löst. Und Duna Varix ist eine Trill, wie man sehen kann. Das heißt, Duna ist ihr Vorname, Varix ist der Name von dem Wurm, den sie im Bauch hat und der die Hälfte ihrer Persönlichkeit und Erinnerung stellt. Dann haben wir links oben zweite Offizier, Zerda Diaz, Halbvulkanierin, gespielt von Julia, die sich heute echt großartige Mühe gegeben hat. Mit Öhrchen, mit einer passenden Vulkanier-Frisur und vor allen Dingen auch mit den passenden Augenbrauen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich wieder mitspielen darf und diesen NSC hier übernehmen durfte. Ja, und du hast auch wieder das Layout angepasst. Für ja. Das, was wir heute brauchen. Mit allen Leuten, die da drin sind. Und zufriedenstellenden Farben, die Herr Okuda damals entwickelt hat. Gut. Dann in der Mitte ist der erste Offizier, Samuel T. Rodriguez. Wir wissen nicht, wofür das T steht, aber es ist ausgesprochen wichtig für einen Offizier in der Sternenflotte. Der wird gespielt von Nico. Das ist die andere Hälfte von Orkenspalter TV. Hallo Nico. Hi, ich entschuldige mich bei allen, die diese Serie gerade durchgebinged haben und herausgefunden haben, dass wir irgendwann gesagt haben, für was das T steht. Wir haben es aber selber wieder vergessen. Wir werden generell Anschlussfehler haben. Das tut mir leid. Das liegt daran, dass wir... Also es gibt keine Serienbibel. Es gibt eine Liste von allen Leuten auf dem Schiff. Die hat die nächste Person, die ich jetzt vorstellen werde, angefertigt. Das ist nämlich der Flo, der ehemalige Studiogeist, der als Chefingenieur Farin Elik, ein Bajoraner, der die Ruhe weg hat und für alles den richtigen Schraubenschlüssel hier an Bord sein. Hallo Flo. Und der führt auch eine Excel-Tabelle mit allen NSCs. Ja, ein gut geführtes Crewbuch ist sehr wichtig. Schichtplan und so. Ja, ich erinnere mich, dass es sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, den Schichtplan zu erstellen für Samuel T. Rodriguez und auch festzulegen, wer zum Beispiel das Holodeck nutzen darf. Das war meine Hauptaufgabe, ja. Offensichtlich, ja. Vielleicht übernimmt das Captain Varix diesmal und macht dafür dann den Raum frei für andere Dinge. Dann haben wir unten in der Mitte die Pilotin Nistra Bain Ibrabol, die kommt von einem Planeten, der vor allen Dingen psychisch begabte Frauen hervorbringt. Über die Männer erfahren wir nicht so viel. Ja, das ist ja wie im matriarchalen Planeten ist das ja häufiger so. Also insofern, dass dann ziehen halt die Damen in die Welt hinaus. So ist es. Ja. Ja. Gespielt von Patricia Lührmann, unserer Hauskomödien. Und im Hintergrund sehen Sie noch die Brüste von entweder Lursa oder Beto. Wir waren uns nicht ganz sicher. Ich glaube es, also ich weiß zumindest die Schauspielerin, es müsste Barbara March sein. Es ist auch egal. Ich habe das tatsächlich aufgestellt, weil ich keine Uniform habe und will damit ablenken. Mhm. Es funktioniert. Gut. Ja. Ist es Ibrabol oder ist es Ibrabol? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe das tatsächlich, wir werden sehen, wie ich häufiger angesprochen werde. Als Betasoidin, du hattest den Charakter schon bei einer anderen Rolle in einer internen Runde gespielt. Hatte sie nicht irgendwie auch noch irgendwie 30 Beinamen, wie die Hüterin des dritten Kelches von Dünnefalls? Ja. Es ist ein alter betasoidischer Adel und, oh Gott, was habe ich gesagt? Es war irgendwas Lustiges mit SM. Ich muss nochmal nachgucken, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde es gleich. Hm. Moment. Wir werden sehen. Genau, jeder. Die Hüterin des Ringes von Kok, sowas. Oh. Ja, ja. Oh Mann. Ja, ja. Jetzt habe ich Rasslot im Kopf, dankeschön. Ja, oh. Es macht ja nichts. Es tut mir leid. Okay. Irgendwas ist immer. Voll. 24 Minuten drin, schon auf Rasslot-Niveau angekommen.
Genau, Wir heben es gleich wieder. Schwingerin des Champagner-Säbels. So, genau. Das Champagner-Säbels von Betaset. Sowas. Der Chat sagt übrigens, wenn es Barbara March ist, dann ist es Lursa. Wir sehen also Lursas Dekolleté im Hintergrund. Gut. Und der letzte im Bunde ist auch aus unserer Community. Das ist Mizi oder Mizilsa. Und Mizi spielt den Ingenieur Stefan Greie, der, ich kann euch nicht sagen, wie viel Erheiterung dieser Name bei uns hervorgebracht hat. Und ich glaube, Mizi versteht das nicht so richtig. Bedauernswerterweise geht der Witz mir vollkommen über den Kopf. Ich habe mir gedacht, weißt du, was du jetzt brauchst? Du spielst einen ganz normalen, langweiligen Menschen und diesmal nimmst du auch einen, der entsprechend einen Charakter hat. Gut, wie nennst du ihn? Okay. Stefan Greie, okay, ist gebonkt, Chef. Und das hat dann entsprechend zu gewissen Erheiterungsstimmen geführt, deren ich immer noch nicht ganz Herr geworden bin. Aber wir werden sehen, was Stefan, ein Hydrospanner und etliche Werkzeuge mit den Plasmakopplungen dieses wunderschönen Chips anstellen können. Da ist kein Witz, den du nicht verstehst. Also, ich fand es einfach nur lustig, dass du halt so einen unglaublich normalen Namen hast, dass du den Charakter namens Stefan spielen möchtest. Also. Es ist ja Eskapismus-Rollenspiel und da wäre ich nie auf die Idee gekommen, jemanden zu spielen, der Stefan heißt. Ich glaube, es ist echt es gibt irgendwo die total exotischsten Alien-Namen und es gibt auch verschiedene Kultur-Backgrounds, aber man sieht irgendwie nie einen Deutschen in der Star Trek-Universum-Welt. Ja, ich glaube, Bäumler könnte Deutscher sein, oder? Mit seinen lila Haaren. Bradward? Bradward Bäumler. Ja, aber der Name Bäumler klingt zumindest ein bisschen deutsch. Ja. Aber. Also ich erwarte dann aber, dass wenigstens irgendwo auf einer der Wärmeableitungspumpen für den Warpkern so ein Topf mit Weißwürsten drin steht oder sowas. Oh nein. Also Linsen mit Spätzle oder sowas. Ich habe ein bisschen Obatz da gemacht. Erstens, das ist lecker. Zweitens. Oh, in TOS gab es einen deutschen Crewman. Okay, cool. Wow. Echt? Okay. Gut. Das ist unsere Crew, beziehungsweise die Crew ist noch deutlich größer. Und sollte es sich ergeben im Laufe der Story, dass wir feststellen, dass wir jemand anders brauchen, dann gibt es zum Glück bei Star Trek Adventures die Variante, dass man sehr, sehr schnell eine zusätzliche Figur mit einfachen Regeln zusammenstrickt, die man dann zwischendurch übernimmt. Ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel des Öfteren die Ingenieurin Mitas McDougal gespielt habe und eine Security-Frau zwischenzeitlich. Ja. Insofern. Ich mochte auch Nico Security. Rachel Maydor gab es noch. Ich glaube, das war die Security. Rachel Maydor ist die Security-Person gewesen. Ja, genau. Die Security-Frau. Die Hawking ist aktuell, also ihr Hauptbefehl aktuell ist tatsächlich in der Region, die nach dem Dominion-Krieg doch ziemlich zerrüttet ist, Beobachtungen zu machen und Aufzeichnungen durchzuführen, ob mehrere Orte, wo es größere Schlachten gab und Einsatz auch von sehr ungewöhnlichen Waffen ist, zu irgendwelchen Instabilitäten gekommen ist. Das heißt, wir sind vor allen Dingen unterwegs, um astrophysische Beobachtungen durchzuführen. Und dieser Alltag ist behäbig und eigentlich auch recht bequem. Alle haben sich in ihren normalen Schichtablauf eingewöhnt. Inzwischen gibt es auch einen sauberen Ablauf, wer wann und warum das Holodeck nutzen darf und oder soll. Es gibt mehrere Clubs, die sich gegründet haben, kleine, die für Aerobic, Stretching und Hausmusik und dergleichen eingerichtet wurden, um die Freizeit der Leute an Bord des Schiffes anzureichern. Und so 2 Stunden nach Beginn der Alpha-Schicht, wo befinden sich denn da alle? Da könnt ihr kurz mal eine Sekunde nachdenken, womit ihr gerade beschäftigt seid. Aber ich fürchte, am schnellsten nachdenken müssen die Ingenieure. Wo sind die 2 denn? Ja, also ich werde wahrscheinlich am Warpkern sein. Mhm. Mal, ist gerade Schichtübernahme oder ist schon? Es ist 2 Stunden in die Alpha-Schicht rein. Das heißt, es ist schon alle Übergabe gemacht worden. Alles normal aktuell. Der Warpkern schnurrt wie ein Kätzchen. Alle sind zufrieden. Ist schon wieder eine Katze reingefallen? Die Gamma-Schicht ist ins Bett gegangen.
hat bestätigt, dass man auch keine von den kardassianischen Maulwürfen mehr an Bord hat. Die konnte man loswerden beim letzten Andocken. Ja, zwischenzeitlich Probleme gemacht. Dann habe ich gerade die Übergabeliste mit dem diensthabenden Deckingenieur durchgesprochen. Mhm. Und würde mich jetzt in Richtung Büro vom Ingenieur Officer begeben, um zu sehen, ob noch irgendwelche Mitteilungen von der letzten Schicht reingekommen sind, was noch anderswo im Schiff kaputt gegangen ist. Das heißt, du gehst vom Warpkern gemütlich an einem der Anzeigentische vorbei in Richtung des Fahrstuhls, der dich zu deinem Büro ein Stockwerk höher bringt. Geht er dabei an Stefan Greie vorbei? Ich nehme an, das war der Ingenieur, mit dem ich gerade Übernahme gemacht habe. Ja, der hat sein Auge gerade auf den Anzeigen, als mit einem plötzlichen Piepsen eine ganze Reihe von den Werten nach oben schnellen. Und dort dann auch eine Weile bleiben, während der Warpkern schneller fluktuiert und ein Geräusch von sich gibt, das sich jetzt nicht mehr als gemütliches Kätzchenschnurren beschreiben lässt, sondern eher als ein panisches Kreischen. Selbstverständlich geht mein Blick sofort zum Astrolabor, ob die wieder irgendeine Simulation angeworfen haben, wie die letzten paar Male, als der Warpkern angefangen hat zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Nein, tatsächlich sind die wohl noch mit der Übergabe beschäftigt und da die erzeugen irrsinnige Datenmengen aktuell, aber das sollte wenn dann den zentralen Computer belasten und nicht unbedingt den Warpkern, das ist es nicht. Es gibt noch mal ein schnelleres Biepen. Was macht Farin Elig, während Stefan Greie versucht, sich zu versichern, dass nicht irgendjemand an Bord des Schiffes Ärger macht? Er dreht sich wahrscheinlich gerade in der Tür um und schaut Steffen ganz durchdringend an, was er getan hat. Chief, schauen Sie sich die Sachen mal an. Die Sensorwerte für die Sektoren A bis Delta haben sich in den letzten 5 Sekunden um knapp 300% nach oben verschoben. Und dann würde ich mich zur Konsole mit dem Energiegitter begeben. Und schauen, wo der böse Verbraucher sitzt. Tatsächlich ist es kein Verbraucher, sondern von alleine ist die Rate der Teilchenverschmelzung im Warpkern drastisch hochgegangen, die Fusion. Es ist dabei runter zu regulieren, aber ihr habt nicht zu hohen Verbrauch, ihr habt gerade zu hohe Produktion. Das ganze Schiff schwankt auch für einen Moment und wobbelt ein bisschen hin und her. Wo ist denn Samuel T. Rodriguez in dem Moment? Und hat er vielleicht ein Getränk in der Hand, was dann über die Tassenränder schwappen kann? Natürlich hat er ein Getränk in der Hand. Er ist auf der Brücke nämlich an, auf seinem Stuhl und liest irgendwelche Datenpads, wo wahrscheinlich Crewmitglieder sich über irgendwas beschweren und versucht, diese Beschwerdebriefe abzuarbeiten. In der einen Hand das Tablet, in der anderen die Tassen. Ja. Irgendetwas passiert mit dem Schiff, was die internen Dämpfer nicht ganz überspielen können und das Getränk wird ein wenig über den Ränder hinaus geschüttelt. Ein paar Tropfen fallen auf den sauberen grauen Teppichboden der Brücke. Neben dir stellt die Captain ihre Teetasse auch mit so einem Klink ab und schaut zu, wie die ein bisschen durch die Gegend rattert. Brücke an Maschinenraum, haben wir ein Problem. Fern hier, wir sind gerade noch am Erörtern. Haben wir eine Anomalie getroffen? Gibt es irgendwelche Sensordaten von außen? Ich schaue den Captain an, ich schaue von seinem Bildschirm, ich schaue die Brückencrew an. Die Captain schaut rüber zum zweiten Offizier, Serda Diaz. Können Sie mir bitte eine Analyse geben? Das bin ich Commander, Lieutenant Commander, keine Ahnung. Lieutenant Diaz lässt ihre Finger über das Display spielen. Ich würde gerne mal die Schiffssensoren anschauen. Was sagen die mir denn? Das ist ein Wurf auf Insight und Science. Ach, ein Wurf. Man würfelt immer 2W20 in diesem System, deswegen heißt es das 2D20-System. Oder die 2D20-Engine. Und die Hawking selber als Schiff würfelt auch noch für dich mit, aber die würfelt nur einen Würfel, um zu schauen, ob sie dir helfen kann mit Sensor und Science. Ah, ich habe bestimmt auch irgendeinen Fokus, aber ich bin nicht eingetragen. Wir schauen mir einfach mal so Fokus so. Oh, okay. Null. Null Erfolge. Das war ja schlecht. Da kann, und die Hawking liefert noch null. Die Sensoren spielen gerade total verrückt, Captain. Ich wäre das diesen Informationen nicht schlau. Einen Moment. Tippel, 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 tippel.
Checken wir mal die Deflektordaten, oder? Also, ob irgendwelche Ausfälle sind, dann wird man von irgendwelchem Kleinkram getroffen. Könnten Sie vielleicht das Schiff ein bisschen... Gehen Sie mal aus dem Warp und runter auf ein Viertel Impuls. Ei. Und dann regle ich das runter. Das ist vollkommen übliche Sache. Und als ihr in den Realraum zurückfallt, seht ihr rings um das Schiff noch ein bisschen schimmernde, angeregte Teilchen oder sonst irgendetwas, die sich aber wieder beruhigen, und auch das Zittern und Beben des Schiffes lässt nach. Der Warpkern fängt wieder an, in gleichmäßigerem Takt zu vibrieren und zu summen. Was sagen die Instrumente? Es muss ja vorher Fehlermeldungen gegeben haben. Kannst du auch mal einen Wurf auf Insight und Engineering oder Science machen? Warum ist denn? Kann sich nur um Stunden handeln? Das einer. Einer? Ja. Du hast einen Erfolg, dann schauen wir nochmal, ob die Hawking einen hinzufügt. Auch einen. Yeah. Ja, etwas hat mit euren Schilden interagiert und Energie übertragen, quasi rückwärts in euren Warpkern. Eine Energiefluktuation, die sich offensichtlich direkt auf das Verhalten von Plasma auswirkt. Für mich zu kompliziert vermutlich. Das heißt, wenn ich diesen Fehler finde, leiten wir den weiter in den Maschinenraum. Mhm. Stefan Greie und Warren Ehlig bekommen also mehr oder weniger schnell die Daten von der CON runtergeschickt. Da gab es quasi eine Rückkopplung über die Schilde. Wir sind in irgendetwas reingeflogen, in eine Energiewelle oder in eine Schockwelle, die das ausgelöst hat. Nichts Schlimmes, hat nur den Tee der Captain zum Überschwappen gebracht. Und meine Fanta. Und die Fanta von Samuel T. Rodriguez. Oh, das stelle ich mir auch schön vor, wie er zum Replikator geht. Fanta, kalt, extra sprudelnd. Deutsches Rezept. Fanta schmeckt ja überall anders. Ja. Natürlich heißt das nicht mehr Fanta, sondern das ist natürlich eine, weil wir Großkonzerne zerschlagen haben in der Zukunft, aber der Computer weiß, was ich meine. Ja, Orangenbrause. Das klingt nicht so sexy. Sind jetzt die, sieht es jetzt wieder aus, als wäre jetzt alles wieder normal? Also hat es sich jetzt wieder einfach... Ja, es hat sich wieder normalisiert. Es entfernt sich aber eine Schockwelle, die das ausgelöst hat. Ihr seid jetzt auf der Seite, wo sie herkam, und hinter euch zieht sie noch weiter ins All hinaus. Seltsam. Leise schimmernd. Seltsames Phänomen. Sind wir vom Kurs abgekommen? Das sollten doch Sie wissen, Fähnrich Ibrabul. Entschuldigung. Natürlich. Ich kontrolliere jetzt, ob wir vom Kurs abgekommen sind, und stelle das gegebenenfalls wieder ein. Insight und Con. Ja. Das ist auch wieder einer. Garantiert einer. Nur sehr leicht. Ihr seid gerade am Rande eines Systems, das in einem Gebiet liegt, das früher mal von Ferengina beansprucht wurde. Nach dem Dominienkrieg ist es aktuell neutral. Okay. Das Relvari-System. Also, okay. Captain, das sind jetzt Werte, mit denen ich jetzt nicht so richtig viel anfangen kann. Nun, es scheint aus einem System zu kommen, was hinter uns, jetzt muss ich fragen, hinter uns oder vor uns liegt? Vor uns. Über uns. Okay. Also es ist alles relativ mal. Es ist alles relativ. Was, dann gebe ich die Lichtjahre an, die wir bis dahin brauchen. Und hat uns offenkundig irgendetwas getroffen und uns, latent vom Kurs geschoben. Aber was es ist, kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen. Kann man die Schockwelle, die das generiert hat, irgendwie noch durchs All weiterverfolgen und die vielleicht nochmal analysieren mit unseren Sensoren, mit unseren Langstreckensensoren? Ja, auch das ist Insight and Science. Ah.
Okay, diesmal habe ich immerhin einen Erfolg gewürfelt. Ein Erfolg von Cerda und ein Erfolg vom Schiff. Ja, du kannst dir nachvollziehen, das sieht nach einer Explosion aus, die tatsächlich mit Fusionstechnologie zu tun hat. Hat ein paar interessante Spuren, die müsstest du genauer analysieren in den spektrometrischen Analysen, wo du dir nicht sofort sicher bist, was es sein sollte. Aber vor allen Dingen kannst du aus der Form dieser Schockwelle und wohin sie sich bewegt, das Epizentrum schließen. Und das befindet sich in einem Asteroidengürtel. Der zwischen zwei der großen Planeten am Rande des Systems liegt. Captain, ich habe den Ursprung der Schockwelle auf diesen Asteroiden zurückverfolgen können. Drückt einen Knopf, dass das auf deiner Konsole auftaucht. Exzellent. Nun, ich meine, unser Auftrag ist es ja, ungewöhnliche Phänomene zu beobachten in dieser Region. Ich finde, wir haben ein ungewöhnliches Phänomen entdeckt. Ich bin in meinem Bereitschaftsraum. Rodriguez, Sie haben die Brücke. Hi, Captain. Ferrick steht auf, nickt nochmal allen zu, packt ihr Pad und ihren Tee und marschiert in ihren Bereitschaftsraum. Ich nehme meine Fanta und meine Pads und setze mich auf den Captainstuhl. Schön warm. Captain, soll ich einen Kurs programmieren? Der Captain ist gerade gegangen. Ach ja, verdammt. Ja, programmieren Sie einen Kurs zu diesem was auch immer Ding. Das was auch immer Ding. Kommt sofort. Ich glaube, unter den Menschen nennt man das einen freudschen Versprecher, Fähnrich. Der Rest der Crew schaut euch an, so aus den Augenwinkeln von Kommunikation und anderen Stationen. Was? Ich wusste nicht, dass sie so ein richtiger Komiker sind. Soziologiekurse an der Akademie. Hat die niemand anders belegt? Offenkundig nicht. Den Kurs legen für das Epizentrum ist jetzt alles andere als schwierig. Was auffällig ist, ist ein Loch, das aktuell in dem Gürtel, in dem Asteroidengürtel existiert, wo offensichtlich durch das, was die Schockwelle ausgelöst hat, einiges durch die Gegend gewirbelt und gesprengt wurde. Aber ihr könnt auch zwei Schiffe auf den Sensoren ausmachen, die in der Nähe von dem Ursprungsort dieser Explosion aktuell antriebslos beziehungsweise einfach ohne, dass sie sich aktiv vorwärts bewegen, im All hängen. Wer von den Leuten ist jetzt dafür da, zuständig nach Lebenszeichen zu scannen? Ich glaube, das ist Zelda Diaz, oder? Mhm. Ich hab die Ops-Konsole. Ja, und du musst, und da dürfen wir eigentlich von alleine irgendwie Schilde hochmachen oder musst du das erst befehlen? Also, eigentlich musst du das erst alles befehlen, ne? Ich glaube, das hängt vom Schiff ab. Das, meine Hände hoffern so über der Konsole. Okay, wir müssen ja unseren Workflow irgendwie ausgemacht haben, ne? Also wie viele Rechte ihr da habt. Ich würde sagen, ich glaube, Varix will das schon immer selber befehlen, aber es ist sie gerade gegangen. Sie ist gerade aus dem Raum raus und schon direkt sehen wir sowas. Deswegen, ich schaue Fragen zu den anderen. Gelber Alarm? Ich dreh mich um, mach so. Das scheint mir angemessen, Commander. Ja. Der Captain im Bereitschaftsraum direkt. Gelbe Beleuchtung geht an und der noch etwas freundlichere gelbe Alarm. Schilder aktiv, Commander. Dankeschön. Lieutenant Diaz, können Sie mal nach Lebenszeichen scannen? Piep, piep, boop, boop. Du weißt inzwischen, worauf du würfeln musst. Ja, yep, ich würfel wieder. Wir sind einfach immer bei 2, ne? Bei Task. Mhm. Das ist so das Standardding. Okay. Ich habe da 1 gewürfelt. Hui! Das Schiff gibt dir 2 Erfolge dazu. Das Schiff ist aber toll. Das Schiff ist gut. Auf beiden Schiffen findest du Lebenszeichen, auf beiden jeweils ein Dutzend. Es sind Schiffe, die eher so Handelsschiffgröße haben, Frachtergröße haben oder leichte Aufklärer ungefähr. Auf dem einen finden sich vor allen Dingen Skor und ein einzelnes Lebenszeichen, das du am ehesten romulanisch einordnen würdest. Auf dem anderen
Telerun und dann kriegst du noch ein Echo von einem mittelgroßen Mond des achten Planeten. Der achte Planet ist ein Gasriese, der Mond ist dementsprechend ein terrestrischer Mond, der semi-bewohnbar ist, zu dünne Atmosphäre, aber es gibt offensichtlich dort ein Siedlungszentrum und der Ping dort ist einfach ein wildes Gemisch an verschiedensten Spezies. Haben die Schiffe irgendeine bestimmte Klasse, die man erkennen würde? Also sind das Ferengi-Schiffe oder sind das Sternenschiffe oder? Ein Skor-Schiff und ein kellerunisches Schiff. Ach so, okay. Ein Skor-Minenschiff und ein kellerunischer Aufklärer, würdest du sagen. Skor sind große Vogelleute und Kelleruner haben alberne Frisuren. Aber ja, die kenne ich tatsächlich, die Skor kann ich noch nicht. Commander, wir haben Dutzende Lebenszeichen, Telerune und Skor auf beiden Schiffen und ein romulanisches Lebenszeichen. Rufen Sie beide Schiffe, Konferenzschaltung. Piep. Kanal offen, Commander. Getrennt in der Mitte erscheinen Bilder von beiden Schiffen. Auf der einen Seite ein Kelleruner mit seinen doppelten in so zwei Spitzen, die übereinander hängen, aber spitzen Ohren und die Haare hochgebürstet zu etwas, was an einen Federwisch oder ähnliches erinnert. Ein Turm, der auf seinem Kopf aufgebaut ist. Und ein Blick, der gleichzeitig vielleicht Entschlossenheit und ein bisschen Schrecken mitteilen mag, auf jeden Fall mit etwas weiten Augen. Und auf dem anderen Bild erscheint ein hochgewachsenes Vogelwesen, das von oben über seinen Schnabel herabschaut und neben ihm steht ein Romulaner in grauer Kleidung mit einem schwarzen Topfschnitt und sauertöpfischer Miene. Und mit den vorspringenden Augenwülsten, die anzeigen, dass er vom Norden des Planeten stammt. Hier ist Commander Rodriguez von der USS Hawking. Brauchen Sie Hilfe? Vielen Dank, sagt der Skorn, der etwas mühselig mit seinem Schnabel klackt zwischendurch. Wir brauchen, denke ich, keine Hilfe. Wir sind hier dabei, unsere... Er schaut rüber zu dem Romulaner, der neben ihm steht, der ihm was zuwispert. Unsere Minenrechte zu nutzen. Und es gab einen kleinen Zwischenfall. Ich schaue die andere Partei fragend an. Gleiche Frage an Sie. Wir sind sehr froh, dass jemand von der Sternenflotte hier ist, setzte Kelleruna an. Angesichts der Tatsache, dass das Skor-Schiff hier einige Ablagerungen von Belitrium gezündet hat. Die Explosion und die resultierende Schockwelle, die waren vermutlich auch das, was sie auf das Geschehen aufmerksam gemacht hatte. Da waren sie ohnehin auf dem Weg hierher. Belitrium, Lieutenant Diaz, sagt Ihnen das was? Sagt mir das was? Du kannst es googeln, wenn du willst. Oder du kannst würfeln, eins für beide. Ich würde würfeln bevorzugen. Ich weiß nicht, ob wir Google Assistant auf der Hawking installiert haben. Reason and Science. Reason and Science. Ja, das kann sie am besten. Das ist ein seltenes kristallines Mineral, das, wenn man es mit einem Fusionskern verbindet, eine immense Explosionskraft entwickeln kann und durchaus von verschiedensten terroristischen Organisationen zum Bombenbau verwendet wurde. Zündet man das normalerweise einfach so auf der Oberfläche eines Asteroiden an, so zum Spaß? Also, weil er gerade gesagt hat, dass sie das angezündet haben. Fragst du das als Charakter oder als Julia? Nein, das ist jetzt eine wüsste Serda Diaz, ob das normal ist, dass man das einfach explodiert, also absichtlich. Also absichtlich eher besser nicht, nein. Vor allen Dingen nicht, wenn man in der Nähe ist. Dann würde ich das entsprechend Commander Rodriguez so weitergeben. Das ist ein höchst explosives Material, Commander. Mir ist nicht bewusst, dass absichtliche Sprengungen dieser Art gang und gäbe wären. Es war keine absichtliche Sprengung. Oder wollten Sie diese Informationen, dann müssen Sie zwischendurch den Feed von Ihrer Seite aus unterbrechen oder zumindest den Ton stoppen. Wir haben nichts vor Ihnen zu verheimlichen. Sie denn? Nein. Er schaut zu dem Romulaner. Schaut wieder zu dir. Nein. Wir sind doch überhaupt nicht auf der Suche nach Belitrium. Wir suchen nach Indurit, ein Schwermetall, das eigentlich auch nur unsere Zivilisation für technologische
Komplexe nutzt. Wie geht's? Haben Sie denn... Ja. Nein, ich meinte, ich habe gerade... Was sagt denn die Betazoidin dazu? Die guckt so kritisch. Genau, die Betazoidin fühlt mal vor, soweit sie das kann. Wir werfen alle einen fragenden Blick zu unserer Betazoidin. Alle so. Genau. Das ist Insight. Ja. Insight Command am ehesten deine Fähigkeit einsetzen. Aber... Eins und, naja, 18, aber eins. Also er ist absolut überzeugt davon, dass das, mit dem wir suchen, eigentlich nach Indurit korrekt ist. Aber er hat irgendwie schon ein schlechtes Gewissen gleichzeitig. Dann unterbreche ich einmal die, wenn ich das denn kann, den Ton. Ich kann uns kurz muten. Du kannst auf jeden Fall sehr nett hier erst das Zeichen machen dafür. Wir haben dafür Handzeichen gemacht oder sowas und dann also, genau, total unauffällig. Nachdem wir gerade gesagt haben, wir haben nichts zu verheimlichen, machen wir jetzt den Ton aus. Ja, unten übrigens im Maschinenraum kommt einer von den Fähnrichs rein und sagt, die oben haben Kontakt aufgenommen mit zwei Schiffen hier. Wollt ihr mithören? Wenn der Fähnrich reinkommt, sieht man nebenbei, auf dem einen Monitor läuft schon der Stream vom Brückenmonitor. Ja, dann gehe ich wieder rüber zu den anderen. Wärst du so gut, die Bereitschaft zu wecken? Mach ich. Ich denke, wir werden ein paar helfende Hände brauchen im nächsten. Ja, Sir. Wir haben uns so alle damit abgefunden, dass man keine Geheimnisse vor der IT haben darf oder kann. Auf so einem Schiff. Genau. Also die Farin Elig und Stefan Greyer kriegen auf jeden Fall mit, was auf der Brücke passiert. Vielleicht wissen die ja auch, was es mit dem Material da irgendwie auf sich hat oder so. Ja, das würde ich gleich durchgeben, wenn das Gespräch vorbei ist. Aber wir sind schon unhöflich genug gewesen, jetzt einfach zu muten. Sie sind auf jeden Fall davon überzeugt, dass sie das Material suchen, aber ansonsten sehr nervös. Mhm. Danke. Die Frage ist, was ist von dem Romulaner irgendwas, also die klassischen Romulaner-Vibes, also Feindseligkeit, fegt euch, verpisst euch, oder... Es ist eine kuriose Mischung, nämlich durchaus das Romulanische, was du am ehesten als Anpassungsfähigkeit beschreiben würdest. So ein agiles Bereitsein, auf jede Situation zu reagieren, aber gleichzeitig auch dieses leicht sauerschmeckende, ebenfalls stark vertraute, entweder Impostor-Syndrom oder der Mann ist überfordert. Sie sind nervös. Beide sind extrem nervös und ich angemessen feindselig, aber extrem nervös. Sie lügen. Okay. Also zumindest Teile davon. Aber das andere Kraut haben sie gesucht. Und ansonsten, warum sollte man hier so einen Kram in die Luft sprengen? Okay, machen Sie den Kanal wieder auf, bitte. Den Kanal wieder auf und ich lächle. Brauchen Sie Unterstützung? Sollen wir Sie an Bord beamen? Brauchen Sie medizinische Hilfe? Brauchen Sie einen Ingenieur von uns, der sich das mal anschaut, was mit Ihren Triebwerken passiert ist? Oder? Der Vogel setzt an, zu widersprechen, worauf sich der Kelleruna meldet. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der sich das Ganze ansieht. Und wir fechten auch offiziell die Schiffrechte dieser Personen an und beantragen hiermit eine Untersuchung dieses Asteroidengürtels. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir Kelleruna aufgrund unserer Vergangenheit sehr bedacht, was den Umgang mit Materialien angeht, die potenziell als Massenvernichtungswaffen taugen. Und ein solcher Fund an Belitrium kann nicht einfach Privatleuten überlassen werden. Ist unsere Überzeugung oder sollte sogar vernichtet werden? Das ist ein Standpunkt, den sicher einige teilen. Sollten. Die anderen hören noch mit. Ich will jetzt nicht mich auf eine Seite schon schlagen. Ja. Wir haben uns voll und ganz der Vernichtung aller Vernichtungswaffen verschrieben. Frieden um jeden Preis. Mal ein bisschen mehr Kontext für uns über diese beiden Spezies, die Kelleruna und die Skor. Die Skor haben einen Romulaner an Bord. Der die Skor haben einen Romulaner an Bord, der ihnen offensichtlich aushilft. Die aber Skor, keine dieser beiden Spezies ist in der Föderation. Die Skor sind, glaube ich, in der Föderation mittlerweile. Die Kelleruna haben einen Antrag gestellt. Kellerun und Talar sind benachbarte Zivilisationen,
die lange extreme Kriege gegeneinander geführt haben und deren letzter größere Kontakt mit der Föderation war, dass sie Hilfe bekommen haben von zwei Leuten von Deep Space Nine, ihre höchst gefährlichen biologischen Waffen zu entsorgen und dann den Tod dieser beiden Offiziere vorgetäuscht haben. Ja, ich erinnere mich, spitze Ohren, dumme Frisuren. Ja. Was waren ja zwei Spezies, die da beteiligt waren? Die anderen hießen anders, ne? Also, es waren nicht zwei Spezies, die gleich ist. Kellerun und Telar waren die beiden. Das hier sind ja. Kelleruner. Das sind die mit dem Turm auf dem Kopf und nicht dem Blöps zur Seite. Ja. Ich nehme an, dass diese Affäre damals vertuscht wurde, dass sie so taten, als wären O'Brien und Bashir einem Unfall zum Opfer gefallen. Aber ja, aber das ist dann ja aufgeklärt worden. Also der Fall ist durchaus bekannt. Ah, okay, der Fall ist bekannt. Alles klar. Danke für den Kontext, denn das jetzt wissen wir mehr. Und das eine Schiff ist ein privates Schiff? Also das ist ein von einem... Das Core-Schiff ist... Das Core-Schiff ist ein Minenschiff tatsächlich. Ein Schiffschiff. Und das Kelleronische Schiff ist ein... Ein Aufklärer, aber unbewaffnet. Von deren Regierung oder Flotte. Alles klar. Interessant. Commander, gibt es Präzedenzfälle, dass die Föderationsschiffe als Mediatoren in solchen angefochtenen Situationen auftreten? Ja, mal sehen, ob wir den Captain deswegen stören sollten aus ihrer Meditationspause. Sie sagten, sie brauchen, ich werde nicht in den Keller runter, sie sagten, sie brauchen technische Unterstützung. Sollen wir ihnen wir beantragen technische Unterstützung für unsere Score-Freunde, um sicherzugehen, dass, wenn weiter geschürft wird, das Ganze ungefährlich stattfindet. Mein Vorschlag wäre, dass wir das alle gemeinsam klären. Auf dem Mond hier in der Nähe gibt es eine Station, wo wir auf neutralem Boden wären. Das klingt ganz hervorragend. Dann treffen wir uns doch dort. Hat da jemand was dagegen? Ich schaue den Romulaner an. Der wispert kurz wieder dem Vogelmenschen, dem Score, was zu, der daraufhin nun ein bisschen... Zerstreuung kann uns allen gut tun. Nutzen wir die Gelegenheit und besprechen wir diese Situation in einer angenehmen Umgebung und klären das. Wir haben selbstverständlich alle Papiere, die nötig sind, um unsere Schürfrechte hier durchzusetzen. Wir sehen uns auf dem Mond von... Der schaut auch rüber und wedelt mit einer seiner krallenbewehrten Hände. Dem Mond von Relva Theta. Gut, sollen wir sie dorthin schleppen oder schaffen sie es aus eigener Kraft? Wir schaffen es aus eigener Kraft. Wie schön. Dann sehen wir uns um, ich sag, eine sinnvolle Uhrzeit. Dort. Gut. Die Uhrzeiten werden ja auch immer vom Universalübersetzer in deren jeweilige Perspektive übersetzt, nehme ich an. Dann treffen wir uns dort um 3:15. Ja. Gut, ich gebe die beiden anderen Schiffe beenden ihre Übertragung. Ich gebe Kurs in die Richtung ein, drehe mich um und erwarte im Prinzip den Start und frage dann, wer hat hier eigentlich die Schürfrechte? Wem gehört dieser Gürtel? Naja, das war hier Ferengi-Gebiet bis vor kurzem, richtig? Oder? Das heißt, wem gehört dieser Gürtel? Das heißt, jeder könnte es theoretisch kaufen. Bei Ferengi würde ich jetzt annehmen. Nun, das ist ja eine neutrale Zone jetzt geworden seit dem Dominienkrieg. Ja. Es war Ferengi-Gebiet. Ich nehme an, die Ferengi haben immer noch Anspruch, aber das wird wahrscheinlich angefochten. Aber das können wir gleich mal mit den Datenbanken abklären. Das ist nämlich eigentlich interessant, ja. Lieutenant Diaz, vielleicht können Sie das mal rausfinden. Währenddessen wende ich mich an den Maschinenraum, Brücke an Maschinenraum. Chief Farron? Chief Farron oder Elik zu dir? Chief Farron, sagen wir, ne? Wenn du nicht intimer geworden bist, letzte. Naja, ich weiß, ist eine Weile vergessen. Es kann ja alles passiert sein, ne? Naja, du warst vielleicht waren wir ja mal auf Bajor gewesen. Ich habe dir meine Töchter vorgestellt. Also darfst du auch gerne das andere benutzen. Aber im Job. Ich habe mir meine Töchter vorgestellt, dann hast du gesagt, komm nie wieder. Ja. Ob das allgemein im Alpha und Beta Quadrat so eine Regel ist, stell deine Kinder niemals den ersten Offizieren von Sternenflottenschiffen vor. Ja. Das ist eine Regel, denke ich, ja. Ja. Sie haben sich ja mitgehört, Chief Farron. Ja. Wie heißt das Material nochmal? Ich hab jetzt eine Bitte. Welches von beiden? Belitrium oder Indurit? Das war nicht das, was Sie suchen, das, was Sie benutzt haben. Belitrium, genau. Sagt Ihnen Belitrium was?
Ja, in Verbindung mit einer Fusionszelle ein Supermaterial, um ups, er schluckt kurz runter, ein sehr instabiles Material mit einfachsten Mitteln zur Waffe umzufunktionieren. Kann es ein Effekt von Bilithium gewesen sein, der unseren Warpkern beeinflusst hat? Ich schaue kurz rüber zu meinem Ingenieur, der währenddessen wahrscheinlich die Überwachung Der nickt dabei entsprechend intensiv, entsprechend in deine Richtung. Ja. Ja, sehr wahrscheinlich. Eine hochenergetische Welle durch den Imp durch den Subraum. Ja, wir können ja nicht zulassen, dass hier mit solchem Material rum subraumen. Melden Sie sich im Transporterraum, wir erstatten diesen Leuten einen kleinen Besuch auf dem Mond. Verstanden. Ich gehe zum Captain, also Lieutenant Diaz, Sie haben das Kommando, Sie haben die Brücke. Und dann gehe ich in den Bereitschaftsraum, um das dem Captain zu berichten, was jetzt der Plan ist. Die dreht sich weg und ist offensichtlich gerade im Gespräch mit jemand mit Abzeichen eines Admirals. Oh. Commander Rodriguez, ja? Ganz kurz, ich erstatte Ihr Bericht, dass wir jetzt zu diesem Mond fliegen, um uns mit den Parteien zu treffen, die wir bei dieser Explosionsquelle getroffen haben, um rauszufinden, was die hier eigentlich vorhaben. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, dass Sie diese Situation zum Vorteil aller klären. Gut, dann stelle ich ein Außenteam zusammen. Ja, nehmen Sie vielleicht mehr Leute aus Engineering mit. Das klingt für mich nach einem Problem, das vor allen Dingen technologisch lösbar sein könnte. Sollten als Unterstützung für Ihre höchstwahrscheinlich hervorragenden diplomatischen Kenntnisse. Vielen Dank. Ja, hier sie, Varix Aber ist die die Entscheidung Diplomatin gefällt. eigentlich, ne? Aber ja, okay. Ich lasse Dr. Baker hier, der ist noch ein bisschen mitgenommen von seiner letzten Knieoperation. Ja, ich hoffe doch, dass bei einem friedlichen Treffen auf diesem Mond es zu keinen Zwischenfällen kommen wird, wo sie einen Arzt brauchen. Es Ja. scheint aber es scheint starke Störungen in der Atmosphäre des Mondes zu geben. Vielleicht nutzen sie ein Shuttle anstatt des Transporters. Ja, dann nehme ich auch Lieutenant Ja. Ibrabul mit. Ja. Sehr gute Wahl. Dann viel Spaß noch. Bis später. Gut, Admiral Krennic, wo waren wir stehen geblieben? Herr Krennic? Das war das Erste, was mir einfiel. Die Tür schließt sich wieder. Das ist bestimmt nett. Sie bauen also diese Raumstation und sind sie mir. Ja, diese Admirale sind ja alle super nette Typen. Keine geisteskranken Oder Machtmenschen, ja. von irgendwelchen Würmern in ihrem Hirnstamm besessen oder sonst was. Sind wir der Nummer nicht vorbei? Ja, dann nehme ich Diaz und Ibrabul mit zum Transporterraum, wo ich dann hoffentlich auf unsere Ingenieure treffe. Wir fliegen ja nicht so lange zu diesem Mond, nehme ich an. Wenn wir schon Aber deine fliegen. Lebenszeichen. Wir hatten dann die Brücke. Naja. Auf dem Weg berichte ich dir davon, dass was die historischen Präzedenzfälle über die Besitzergreifung von neutralen Gebieten im Universum. Ich nicke dabei. Ja, und ich briefe dich quasi, was ich mir ergoogelt habe aus dem Schiffcomputer. Wer hat die Brücke? Wer ist denn noch da? Ensign Rhee haben wir noch, Ree oder? ist noch, ja, der ist ja Ja, auch ein Lieutenant in Commander ein Ree, mittlerweile. ja. Ein richtiger Lieutenant ist er jetzt. Das ist für mich Stimmt, Ree ja. der Ranghöchste, der noch auf der Brücke ist. Sind Sie eigentlich eher näher an Lower Decks oder eher näher an Picard dran zeitlich? Eher an Lower Decks, oder? Eher ein Lord. Ja. Okay. Also, was die neueren Serien angeht. Wenn wir jetzt schon in der PK-Zeit wären, hätte ich gesagt, der ist so jung, den wird erstmal, der muss erst noch entborgifiziert werden oder so. Keine Ahnung. Oder schweigen wir das tot? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall vor Wir sind Picard. vor PK. Nein, wir gehen nicht Ja, auf dass PK. das noch Ja, nicht ja, ja. passiert. Gut. Das ist nicht Das wird doch verborgen. nie passieren. Was? Entborgen. Kann ich mir mal Entborgen. ausborgen. 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 Ja, Ausborgen. lass uns die Leute mal ausborgen. Das klingt sehr schön. Ja, ich schwing mich auf den Pilotensessel und fange an, wild rumzutippen. Und freue mich schon darauf, quasi jetzt das etwas geschmeidigere Gefährt dort runter zu fliegen. Ja. Kommen die Ingenieure kommen auch mit? Die Ingenieure stehen im Transporterraum 1, wo Ja, wir bestellt ich kriege wurden. noch Ich gebe, wenn ich. ein extra Redshirt. Also ich bin, glaube ich, Brief
blau, ihr seid rot, die sind gelb. Kriegen wir noch einen extra Red Shirt? Ja, dann nehmen wir nochmal Lieutenant Wabajak mit, den sehe ich gerade hier wieder. Wabajak. Ja. Das ist nicht fair. Der ist auch gefordert worden. Das war der klingonische Sicherheit. Das war ein Klingone, ja, genau. Wabajak. Ja. Genau, wenn wir dann in der Shuttle Bay sind und ich merke, dass die Ingenieure noch nach vorne gekommen sind, dann melde ich mich natürlich bei ihnen und sage, sie soll doch bitte in die Shuttle Bay kommen, weil wir uns das überlegt haben. Ist tot. Er ist tot, sagt er. Ist er gestorben? Ups. Warum? Wer ist... Ah, der hat sich in die Luft gesprengt, genau, ja. Oh mein Gott. Oh, ups, okay. Ah, dann ist es sein Bruder, Juggawab. Wow. Oder wollen wir einen neuen Charakter erfinden? oder wir nehmen wieder Rachel Mador mit oder so, keine Ahnung. Rachel Mador, ja. Was sieht denn mit dem letzten Bilitrium? Dass Leute sterben und man das vergessen hat und sie dann noch mit da sind. Vielleicht möchte jemand im Chat sich jetzt freiwillig melden, um seinen Namen... Musst du denn in der Excel-Tabelle noch durchstreichen? Genau, in der Excel-Tabelle eintragen, hat sich heldenhaft geopfert. Ist tot. Möchte jemand von den Leuten im Chat hier als Sicherheitsmensch, als Red Jacket eingebaut werden, dann soll diese Person bitte jetzt hier schreiben, in Großbuchstaben. Und dann es geht um ganz viel Sprengstoff, es wird super. Ja, genau. Oder ja, die goldenen Sicherheitsoffiziere, ich dachte nur, das Lux wie. Nibunin, ich melde mich freiwillig als Richard. Okay. Wonach klingt Nibunin? Was für eine Spezies ist das? Wir haben zwei offensichtlich. Wir könnte auch ein Vulkanier sein, oder? Mhm. Wir haben auch noch Modzokne 87. Wir haben zwei Red Jackets dabei. Ja, es ist immer so ein Versatz, ne? Deswegen. Was wollen wir für Spezies? Ich bin dafür, mal einen Telleriten einzubauen. Oh, okay. Nibunin, der Tellerit, kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Ist das jetzt Vor- und Nachname Nibunin Modzoknia oder? Nibunin Modzoknia. Okay, ja. Nibunin war tatsächlich schon ein Security-Crewman tatsächlich. Ja, hervorragend. Das können wir den doch jetzt einfach. Security-Officer. Dann und welche Spezies? Das steht nicht dabei. Dann tatsächlich. Ist jetzt festgelegt, ja. Nibunin Modzoknia ist ein Tellerit. Ja, schreibt okay. Das bitte in das Excel-Sheet. Alles klar. Okay. Die Excel-Tabelle, ja, wenn das so ist, lassen wir die Zelda Dias für die Excel-Tabelle natürlich. Ne? Wenn das so ist, lassen wir die Fenster mit dem Lauf, wenn wir fliegen. Wow. Ja, komm, vielleicht ist Rodriguez kein Fan von dem Geruch von Telleriten. Der Tellerit, Nibunin Modzoknia, also Fähnrich Modzoknia, steht auch da mit einem Phaser-Gewehr und fragt: Voller Bewaffnung, Sir? Nein, nur leichte Bewaffnung. Hm. Das Lasergewehr, das Phaser-Gewehr wird wieder in den Sicherheitsschrank gebracht. Nur nicht so bedrohlich hier auftreten gleich. Mit dem kleinen Phaser an der Hüfte steigt er ebenfalls ein. Wie ist denn die Stimmung gerade? Die Stimmung im Shuttle? Ja, ja. Ich denke, sie ist ausgelassen. Ausgelassen, wir machen Klassenfahrt. Ich freue mich, endlich mal. Dann fliege ich einen heißen Reifen. Mhm. Mit einer schlimm. Ausnahme. Wegen heißen Reifen, genau. Lieutenant Diaz, können Sie nochmal für die versammelten Crewleute zusammenfassen, was die Lage ist und was uns jetzt erwartet auf dem Mond, dessen Namen ich mir ganz sicher gemerkt habe? Selbstverständlich, Commander. Wir fliegen zu einem diplomatischen Mediationsgespräch zwischen den Skorn und den Kellerun. Es ist ein bisschen schwierig, durch meine Lautsprecher, bis das an meine großen Ohren gelangt. Ich höre es nicht richtig. K mit K, wie Keller, wie der Keller unterm Gebäude und dann Un hinten dran. Kellerun. Okay. Die Kellerkinder. Für die lautsprechermäßig gechallengten hier, okay. Kellerun. Ja. Entschuldigung. Und Fun Fact, ich sehe gerade, dass ich in meinen Aufzeichnungen auch einmal Tellerun statt Kellerun geschrieben habe. Das legt dazu ein. Vor allen Dingen, wenn man einen Telleriten noch mit dabei hat. Ja, genau, ja, die klingen halt auch alle so ähnlich. Ja, die Kellerun und die Skorn streiten sich hier über Minenrechte, eine relativ häufige Standardsituation in interstellaren Gesetzen. Hier gibt es bestimmte diplomatische Vorgehensweisen und zur Sicherheit haben wir natürlich Sicherheitspersonal dabei. Die Ingenieure sind hier, um sich die Nachfolgen der Explosion in diesem Unfall einmal anzuschauen und die sicherzustellen, dass hier keine
unsachgemäße Verwendung eines höchst explosiven Materials stattfindet. Genau, so wie es aussieht, haben die Kellerunen vor, diesen Sprengstoff, diesen sehr potenten Sprengstoff zu konfiszieren, weil sie alle Massenvernichtungswaffen in diesem Sektor offensichtlich unter ihre Kontrolle haben möchten, beziehungsweise verhindern wollen, dass irgendjemand überhaupt noch Massenvernichtungswaffen hat. Man muss dazu sagen, dass die Kellerunen selbst jahrzehntelang sehr, sehr gefährliche Massenvernichtungswaffen im Einsatz hatten und sich jetzt davon abgewendet haben. Was natürlich löblich ist. Auch hier habe ich von einem sehr praktischen Sprichwort gehört, Commander. Ganz oder gar nicht. Wird das noch verwendet auf der Erde? Ich glaube, ich habe einen Film gesehen, so hieß, aber ich bin jetzt verwirrt. Wie steht es denn im Föderationsraum mit diesem Erz? Gesetztechnisch. Oh ja, ist das irgendwie verboten oder ist das ein verbotenes Material oder haben wir das? Was sagt der Computer dazu? Piep, piep, piep. Ich glaube, der Computer ist gerade eingefroren. Moment, haben wir gleich wieder? Ich fange an zu lachen, weil ich die Gedanken mitkriege, die über diesen Film vermutlich jetzt ganz präsent durch den Raum fliegen. Ja. Sorry. Ein zeitloser Klassiker. Ja. Von dem Mond versucht sich jemand bei euch zu melden. Oh. Ah ja, eingehende Kommunikation, Commander. Piep. Ja, Kanal öffnen bitte. Piep. Hallo und herzlich willkommen auf dem Mond von Relva Theta. Darf ich fragen, weswegen Sie bei uns einen Zwischenhalt machen? Ja, hier ist Commander Rodriguez von der USS Hawking. Wir treffen uns hier mit zwei Parteien, die in diesem Asteroidengürtel ein bisschen mit Sprengstoff gespielt haben. Und wir wollen uns darüber unterhalten, ob man das denn wirklich machen muss oder ob wir das vielleicht sein lassen. Und wir haben entschieden, dass Ihr Mond eine hervorragende neutrale Basis für diese Gespräche sein dürfte. Gibt es damit ein Problem? Oh nein, Sie sind selbstverständlich willkommen. Trinken Sie im Dienst? Ansonsten natürlich trinken wir im Dienst. Ich habe immer noch ein Glas Fanta in. Ah, ich verstehe. Die komplementären Getränke bei Ihrer Ankunft werden dementsprechend alkoholfrei sein. Mein Name ist Albalia. Ich leite zusammen mit meinem Partner Jutpa unsere kleine Station hier. Willkommen. Ich hoffe, Sie werden sich entspannen. Ah, verzeihen Sie, wir hätten Sie vielleicht vorher rufen sollen. Wir gingen davon aus, dass es sich hier um einen Außenposten oder um irgendeinen Regierungseinrichtung handelt. Ist es eine private Station? Dies ist eine private Station, ja. Eine kleine Oase der Freundlichkeit mitten in den Ödlanden dieser Region. Dann lassen Sie mich das nochmal neu formulieren. Dürfen wir denn bei Ihnen landen? Selbstverständlich. Wir freuen uns sehr, Sie zum Gast zu haben. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, auch ein bisschen sich zu entspannen und die Angebote unserer kleinen Station zu nutzen. Die Dockingbucht Nummer 8 ist für Sie vorgesehen. Bis gleich. Dankeschön, bis gleich. Ach, Dockingbuchten, so klein kann die Station ja nicht sein. Die Station ist so ein großer, flacher Hügel aus Metall und durchsichtigem Aluminium, der sich in eine ansonsten ziemlich kraterige Landschaft einfügt. Und durch die Kuppeln darin könnt ihr sehen, dass da fröhliches, grünes Pflanzenleben herrscht, Leute hin und her laufen. Das sieht eigentlich ziemlich hübsch aus. Und es gibt also einen halben Kranz an Dockingbuchten, wo ihr auch seht, dass kleinere Schiffe anlegen, ablegen und vor allen Dingen die beiden Schiffe, wegen denen ihr hier seid, ebenfalls gerade an Dockmanöver durchführen. Ja. Haben Sie irgendwas von dieser Frau gespürt, Lieutenant Ibrapul? Habe ich. Also ich muss nochmal dazu sagen, Chief, ich habe exakt das Gleiche gedacht, was Sie gerade gedacht haben. Was habe ich mitbekommen? Große Freundlichkeit und leichte Horniness. Sie war angetan. Typischer Star Trek NSC halt, ja. Ich gebe das so weiter. Sie war angetan von Ihnen, vermutlich. Oder generell von Schiffen. Generell wahrscheinlich. Ja, das wird sein. Naja. Der Ruf der ersten Offiziere in der Flotte. Ich sagte doch, wir haben das Gleiche gedacht. Ja, nachdem ihr durch das Feld
dass die dichte atembare Atmosphäre von der deutlich weniger dichten und deswegen nicht so gut atembaren Atmosphäre draußen trennt. Hindurch seid, öffnet sich vor euch auch eine kleine Tür, die seitlich reingeht. Die Tür ist ziemlich niedrig, tatsächlich. Also die meisten Menschen können gerade so eben drunter durchgehen. Serdar Diaz als Halbvulkanierin muss ein bisschen sich ducken, damit die Frisur nicht leidet. Und hindurch tritt zunächst ein Ferengi in prachtvollen, pfauenbunten Klamotten mit einer schweren Brosche, die vorne die Weste zusammenhängt. Und hinter ihm mit leichtem Neigen eine Risanerin in einem langen, in so Rosentönen gehaltenen, halbdurchsichtigen Kleid und mit dem schimmernden Symbol auf der Stirn, das bei Risanern üblich ist. Bei dem Ferengi bin ich nutzlos. Aber wir gucken, was sie denkt. Und ich drehe den Hintergrund. Der Ferengi schnippt mit den Fingern und zwei weitere Ferengi kommen und bringen Tabletts mit Getränken drauf. Jetzt schon? Sind wir jetzt, wo genau sind wir? In der Dockingbucht noch? Ihr seid noch in der Dockingbucht, ja. Oh. Okay, das geht alles sehr schnell hier. Sehr gastfreundlich für so einen abgelegenen Außenposten. Ja. Ist sie das, die gerade mit uns gesprochen hat? Also die Risanerin? Fühlt sich für dich richtig an. Fühlt sich, ja, mit der haben wir gerade gesprochen. Also um das zu bringen, raune ich das den Leuten drumherum zu. Oh, wir haben den holographischen Beagle mitgenommen auf Shuttle, das hatte ich vergessen. Klatsch. Ja, vielen Dank für die Gastfreundschaft und für die Getränke. Herzlich. Ich nehme eins entgegen. Ja. Herzlich willkommen auf unserer kleinen Station. Wir hatten eben schon die Freude, miteinander zu reden. Ich bin Albalia und das. Und sie legt die Fingerspitzen an das Ohr, das linke Ohr des Ferengi neben ihr und streichelt leicht hin und her. Ist mein Partner Jutpa. Jutpa, nee. Herzlich willkommen. Ich habe mich überzeugen lassen, dass komplementäre Begrüßungsgetränke insgesamt förderlich sind für die Einnahmen. Also greift zu, aber nur eins pro Person. Alles klar. Keine Sorge. Hab Dank. Wir haben einen Raum für Sie eingerichtet, in dem Sie Ihre Unterhandlungen führen können. Aber ich bin generell durchaus... ist es gut zu sehen, dass ein bisschen Recht und Ordnung auch in die Region kommt. Ja, das ist gut, dass Sie hier sind. Sie wissen vielleicht Bescheid. Wie war sein Name? Jutpa. Sie wissen bestimmt Bescheid, Jutpa, über... Wem dieser Asteroidengürtel eigentlich jetzt gehört? Hier sind verschiedene Parteien, die darauf Anspruch erheben, aber soweit ich weiß, gehört er doch den Ferengi, oder? Das System ist in Privatbesitz von einer Person namens Geila, ein anderer Ferengi. Ich habe diesen Mond, beziehungsweise die Nutzung des Mondes in der Station hier gekauft und soweit ich weiß, haben andere Leute Nutzungsrechte in anderen Teilen gekauft. Geila ist, folgen Sie mir doch. Haben Sie alle ein Getränk genommen? Aber nur eins. Gut. Also Serda Diaz hat sich kein Getränk genommen. Die guckte das nur so neugierig an und dann so. Hat sich ein Getränk genommen und hat den Streifen goldgepresst Latinum, das er rausgefummelt hat, wieder zurück in die Tasche geschoben. Ist das vom Quarks eigentlich gewöhnt, dass Getränke nicht umsonst gibt bei Ferengis? Aber hey. Ja, das scheint Stefan eher auf dem Mist der Risanerin gewachsen zu sein. Entschuldigung. Scheint zu funktionieren auf jeden Fall. Stefan hat sich entsprechend einen von den Orangen, von den blauen Sachen geholt. Bestimmt kann man das trinken, langsam, vorsichtig. Man weiß ja nicht so unbedingt. Ja, es schmeckt nach Kokos, Veilchen und irgendwas unbestimmbar Süßem. Geila, den Namen habe ich schon mal gehört. Geila ist der Waffenhändler, ist sehr reich geworden zur Zeit des Dominienkrieges. Ursprünglich gehörte ihm nur dieser Mond. Und inzwischen gehört ihm das ganze System. Und er ist verwandt mit dem aktuellen großen Nagus rum. Oh, das hilft sicher. Sie sind Cousins. Ja. Ja, daher habe ich das schon mal gehört. Sicher. Gut, was wird denn die Miete dieses Konferenzraums kosten? Das müssen wir dann wahrscheinlich mit unserem Captain noch besprechen, beziehungsweise die Sternenflotte wird Ihnen dann Ich werde der Sternenflotte eine Rechnung stellen, selbstverständlich. Ja. Sie wissen ja, die sind etwas überfordert manchmal von dem Konzept Geld
Aber zum Glück haben sie ja konnten bei den bolivianischen Banken eingerichtet, die extra für solche Spesen nötig sind. Wir haben die Unterlagen, die dafür gebraucht werden. Solange sie mir da die Unterschriften geben, die nötig sind, können wir das alles veranlassen. Irgendwelche Wünsche sonst noch? Getränke, Essen, Unterhaltung? Ich würde diese Dokumente gerne in Augenschein nehmen, bevor wir sie unterzeichnen. Ja. Oh, natürlich. Sonst keine Schatz, dreht den Kopf nach links und die Risanerin tritt vor. Selbstverständlich haben wir alles, auch in mehreren Kopien. Und sie reicht einen Stapel Pads rüber. Oh, danke schön. Ja, genau. Die Taschenbuchausgabe. Ja. Dann wünsche ich Ihnen angenehme Verhandlungen. Wir bieten an, ein leichtes Buffet einzurichten für alle Beteiligten. Das klingt doch super. Sehr gut. Ich hier entlang. Währenddessen fällt der Ferengi zurück. Die Risanerin führt euch voran durch mehrere Gänge. Das geht unter anderem auch durch einen großen Raum, der durchsichtig überdacht ist, wo auch haufenweise blühende Pflanzen eine ziemlich angenehme Atmosphäre schaffen, ein kleiner Springbrunnen in der Mitte, Leute unterschiedlichster Spezies sitzen da, unterhalten sich, trinken etwas. Es gibt ein kleines Restaurant, das offensichtlich Speisen und Getränke anbietet. Auf dem du hast dich gemeldet, oder? Ja. Ich sichere das Shuttle auf höchster Sicherheitsniveau. Okay, ja. Auf dem Weg dorthin schließe ich zu ihr auf und stelle mich kurz neben sie und sage, sind Sie schon lange mit Ihrem Partner hier oder ist das seit neuestem so? Jutta und ich sind seit 3 Jahren zusammen und ungefähr so lange betreiben wir auch die Station hier, ja? Ja, von Riser ist es ja nun relativ weit bis hierher, ist ja sehr weit raus. Ja, aber wo die Liebe hinfällt? Ja, das ist sicherlich so. Hm. Und dann taste ich immer, aber ob da irgendwo was ist, was sie versucht zu verbergen oder irgendwie, ob sie mir ausweicht oder so. Also sie versucht ein bisschen mitzuhören, was Jutpa jetzt hinten bespricht. Und Jutpa fällt zurück, um zwischen den Ingenieuren zu laufen. Okay. Entschuldigung. Von den Abzeichen her, sie sind die Leute, die mit Maschinen und dergleichen sich beschäftigen. Die Ingenieure der Sternenflotte haben ja einen sehr guten Ruf. Und die Familie von Quarks auch. Ich bin ja nicht verwandt mit Quark oder dem großen Nagelsrum. Ich habe nur von ihrem Cousin die Rechte zur Nutzung des Mondes, seines privaten Mondes, übernommen. Ich erinnere mich an seinen Besuch auf Deep Space Nine. Oh, tatsächlich. Da gab es noch einige Missverständnisse. Und, so kann man das auch sagen. Nun, damit habe ich nichts zu tun. Hat Ihre Station diese Impulsexplosion gut überstanden? Ja, da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt. Jetzt ungünstigerweise, wir haben eine ganze Reihe an Gegenmaßnahmen. Wir haben noch mehrere Registertonnen Duatifrizin auf Lager. Aber wie gut kennen Sie beide sich aus mit dem Entschärfen von Waffen? Hören wir das auch, was er da fragt? Wenn ihr die Ohren spitzt? Jep. In dem Moment, wo ich sagte, Entschuldigung. Sehr schön. Welche Gattung von Waffen handelt es sich da? Bei? Alle. Alle. Dieser Mond gehört, wie gesagt, eigentlich Galia, aber er ist nicht so beliebt bei unserem großen Nagus und möglicherweise hat er viel von seinen Handelswaren, auch illegale, hier zurückgelassen und versteckt. Also reden wir von allem, was aus den Wracks im Krieg gestohlen worden ist. Nun, ich würde nicht behaupten, dass alle Waffen, aber ja, wir haben hier einiges. Wie gesagt, das Duatefrizin, das die meisten explosiven Reaktionen zumindest verzögert, haben wir schon großzügig eingesetzt, aber bei Disruptoren wissen wir nicht, was wir tun sollen. Wir versuchen das hier halt sein, eine Station. Wir stehen uns bei. Wie viele Tonnen?
Disruptoren haben wir etwas mehr als 150 gefunden, aber schlecht produzierte mit Energiekerndetails schon auslaufen. Sollten die nicht so schnell starten? Nicht der Mond um die Ohren. Ich weiß nicht, wie viel kriegt der, wie viel kriegen die Ohrenspitzen mit vorne? Also du wirst auf jeden Fall von Farron so ein wenig den Panikmodus mitbekommen. Während Stefan spricht schon. Sorry. Ja, ja. Während Stefan schon den leidenden Blick in Richtung des Shuttles zurückwirft, könnten wir nicht doch schon wieder gehen. Jetzt. Schnell. Oh, wenn wir das mitgehört haben, würde ich aus dem Stapel von den 5 Pads oder so, so eins rauszücken und so ganz komplett emotionslos quasi Richtung dem Ferengi gestikulieren hinter mir so. Es gibt tatsächlich hier einen Subklausus, nachdem, wenn gegenseitige Dienstleistungen verlangt werden, dass man dann von dem Stellen einer Rechnung absehen kann. Ihr könnt das sicherlich verrechnen, aber steuerlich wäre es. Naja, gut. Eine Augenbraue wandert entsprechend nach oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Handeln von Kriegswaffen an in neutralen Zonen. Ich handle ja nicht, ich habe sie gefunden. Vorne erhebt die Rexalerin die Stimme. Wir sind da, bitteschön. Was haben Sie gefunden? Kühre ich mich um? Oder das hat er doch laut gesagt, oder? Ja. Okay. Und hinter der Tür, die zur Seite gleitet, ist ein geschmackvoll eingerichteter Raum mit einem langen Tisch mit geschwungenen Stühlen daran und die Hälfte der Decke, die so ein bisschen gebogen ist, gibt den Blick auf den Sternenhimmel frei und Schiffe, die abheben und landen. Und die beiden Delegationen, sowohl von den Skor als auch von den Kelleruhn, sind bereits da. Ihr steht in der Tür, hinter euch steht der Ferengi und sagt: Waffen? Ich schaue meinen Mitingenieur an und Kopf oder Zahl und habe den Streifen goldgepresst Latino in der Hand. Zahl. Und dann werfe ich ihn hoch und. Soll ich das auswürfeln? Was passiert hier? Nein, das ist. Dann fange ich ihn auf, gucke drauf und Scheibenkleister. Commander, dürfte ich kurz mit Ihnen reden? Ja, sicher. Ich gehe mit dir in die Ecke des Raumes. Wir haben hier ein sehr großes Depot eines Ferengi-Kriegswaffenhändlers auf diesem Mond. Und wahrscheinlich sehr viel schnell für den Krieg zusammengeschusterte, instabile Waffen. Ich würde mich mit dem Ferengi mal eine Übersicht verschaffen, wenn es Ihnen recht wäre. Sie meinen, wenn es weitere Explosionen im Asteroidengürtel gibt, könnte der ganze Mond in die Luft fliegen? Oder? Ich möchte zumindest mal sicherstellen, dass es nicht schon der Countdown am Zählen ist, weil die Druckwelle irgendwas Falsches erwischt hat. Das klingt gut, ja. Vielleicht machen Sie das direkt. Ich lasse Ihren Steffen hier. Stefan. Gib mir mal deinen Dienstrang. Ich mag das lieber. Chief Petty Officer. Petty Officer. Gut, okay. Ich lasse ihn Petty Officer hier. Und dann würde ich mit dem Ferengi folgen. Mit dem Recorder in der Hand. Sehr, sehr angenehm. Bei den Delegationen steht unter anderem auch der Romulaner dabei, der jetzt leise zu dem Vogel redet und dann sich leicht verneigt, entschuldigt. Verzeihung, ich muss noch kurz mich... Sich vorstellen. Oh. Tolxus. Ich bin privater Berater. Aber ich fürchte, dass ich ein wichtiges Medikament vergessen habe einzunehmen und muss deswegen kurz noch einmal zu unserem Schiff zurückkehren. Entschuldigen Sie mich. Ist das gelogen? Oder ein Vorwand? Wenn ein Romulaner in einen Raum kommt und direkt wieder geht unter einem dummen Vorwand, dann sollte man den Raum auch verlassen. Ja. Insight und Command. Ich hätte gerne einen anderen Konferenzraum.
Ich hätte gerne einen anderen. Boah, 20 und 10. Alter, das geht so gut. Wir haben auch alle unsere Medikamente auf dem Shuttle vergessen. Ja, genau. Ich bin so abgelenkt von der. Ich bin Diabetiker, ich habe Asthma. Wo ist denn mein Epilepsiehund? Ich weiß auch nicht. Ja. Ich kann mich nicht konzentrieren. Die Dame aus Riser, keine Chance. Ja. Die ist knapp und sehr elegant angezogen und hat vor allen Dingen ein Dekolleté, das quasi bis zu ihrem Bauchnabel geht. Hm. Ich will, wie du das hinter dir zeigst. Nein, ich glaube, das ist besser. Ja. Es ist. Also der Romulaner verlässt den Raum. Die Kelleruhn und die Score lassen sich nieder, wobei die Score etwas verwirrt mit den Stühlen hantieren, bevor sie sich falsch rum drauf hocken. Okay, Komm, Mr. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich gehe auf die Knie und gucke unter dem Tisch, Mr. ob Gray, da irgendwas drunter pappt. Können Sie mal den Raum nach irgendwelchen, ich sag leise zu ihm, können Sie mal den Raum nach irgendwelchen Waffen scannen? Oder können wir mal unsere Tricorder zücken und halt mal die Runde durch den Raum machen? Sofort, Commander. Scannen Sie bitte den Raum nach einem Device, das hier alle einschmilzt, wenn wir. Willig von Gray. Inside and Science. Ich weiß nicht, ob ich das so einstellen kann auf dem Tricorder, aber ich werde es versuchen. Glauben Sie wirklich, dass das nötig ist? Meldet sich der Killeruna. Das ist Sternflottenprotokoll. Guck immer noch unterm Tisch. Technisch gesehen, Commander. Du siehst vor allen Dingen die sehr elegant geformten Knie und Waden und die in kleinen, bestickten Sandalen steckenden Füße der Risanerin, die vor dir auf- und abwippen. Sie ist vom Knie abwärts leider genauso ablenken wie vom Bauchnabel aufwärts. Es muss ja nur, ob irgendwas, also es nein, es klebt nichts Verdächtiges unter dem Tisch. Okay. Auf den dann rappel ich mich wieder hoch und versuche mich zu fangen. Tolle Witze hier im Chat. Mhm, sehr schön, großartig. Sehr schön, Kai Alpaka, sehr schön. Ja. Elik von Grail. Elik hört. Achso, seid wieder da, ja. Achso. Der Remulan hat das Meeting verlassen. Vorsicht. Also bisher konnten wir irgendwelche Spuren von irgendwas finden. Also wir haben zumindest zwischen uns, glaube ich, einen Erfolg gewürfelt. Tatsächlich, also ihr findet in dem Raum nichts, was nach Sprengstoff in irgendeiner Form aussieht, aber definitiv Überwachungstechnik. Also hier gibt es mehrere Geräte, die Ton und Bild übertragen, beziehungsweise Ton und dreidimensionale Daten. Das Meeting hier wird wohl aufgenommen, Commander. Das ist schon in Ordnung, oder? Hat jemand ein Problem damit? Eine relativ selbstverständliche Sicherheitsvorkehrung in neutralen Gebäuden hilft auch bei der späteren Aufklärung von eventuellen Schwierigkeiten. Korrekt, wir bieten diesen Service an. Wir können das natürlich abschalten, wenn Sie darauf bestehen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Gut, ich werde dann mal das Buffet in Bewegung bringen. Und Getränke sind schon auf dem Tisch. Ich hoffe, dass wir zu einer angenehmen Atmosphäre für diese Friedensgespräche beitragen können. Vielen Dank. Zwinkert betont langsam einmal in Richtung Rodriguez und dann testweise zumindest auch in Richtung Ibrabul. Ich zwinkere zurück. Mhm. Ich auch. Sie schauen zwischendurch beiden hin und her. Sternflotte Command, immer der gleiche Scheiß. Ja, als sie rausgeht, räuspert sich der Telleruner. Dann gucken wir wahrscheinlich beide gleichzeitig so. Und das Security-Telleruner, also du meinst Nibonin? Nein, der Kelleruner, nicht der Teller. Achso, der ist nicht der Tellerit. Ja. Schlimm. Können wir Bilder hochhalten? Das Alien 1, Alien 2. Besser. Wer waren Sie nochmal? Achso, ja. Gut, dann setzen wir es doch auch, wenn wir es noch nicht getan haben. Also keine Doomsday-Devices unter dem Tisch versteckt, ja? Ich leg mal die ganzen Tabs hier, die ganzen Pads beiseite. Klunk. Ich versuche mich emotional jetzt ein bisschen an den Vulkanier zu halten, um mich wieder zu setteln. Der Score dreht seinen großen Vogelkopf nach rechts und nach links.
Ich gebe zu, dass rechtlich vor allen Dingen sich mein Berater vorbereitet hatte. Aber er schiebt einen Stapel Pads in die Mitte. Hier sind alle unsere Verträge und Daten dazu, dass wir Schiffrechte in diesem Asteroidengürtel haben. Für Indurit. Die meisten anderen Spezies haben ohnehin keinen Nutzen dafür. Was machen Sie denn mit diesem Indurit nochmal? Das hatten Sie eben schon erwähnt, aber da waren meine Kollegen noch nicht hier, deswegen. Wir nutzen es, um darin das Bewusstsein von heldenhaften Personen unseres Volkes zu speichern. Es ist sehr wichtig für das kulturelle Erbe. Okay, das ist dann, ja, das ist so ein Totschlagargument. Ja, da darf man natürlich als Föderationsmitglied sich nicht einmischen, verdammt. Ja, verstehe. Das ist, das, ich respektiere Ihre Kultur. Aber warten wir jetzt auf Ihren Berater. Ich nehme mal die Verträge rüber und gebe sie Diaz rüber, damit sie sich das. Mehr Diaz Pads. Ist ja non-binär, haben wir gesagt. Oder? Aber Augenbrauen wandern immer weiter hoch und sie fängt an, die Pads zu lesen. Ist das denn, so wie ich das richtig gehört habe, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie die richtige Anredeform für sie ist. Sie schaut den Vogel an. Captain. Der Captain ist gerade erwähnt, Sie haben diese Schiffrechte von dem Ferengi Geiler gekauft? Ja, Captain Iqua Moll. Und ja, die Schiffrechte haben wir für die nächsten 20 Jahre von Geiler Bürger des Ferengi. Jetzt habe ich vergessen, wie die Ferengi-Regierungsform ist. Handelsimperium. Handelsföderation. Des Ferengi Handelsimperiums. In Ordnung. Und okay, ja, sie fängt an, die Pads mal so zu überfliegen, zumindest so ein bisschen den Rahmen zu raffen, wer wem hier was erlaubt hat. Ist natürlich, also vor allem mit der Frage, Geiler hatte der Geiler hat das System Recht gekauft während des Dominion-Krieges. Vorher hat ihm nur der Mond gehört. Ja, aber dann haben viele Leute andere Anteile an dem System verkauft, Ferengi-Bürger in erster Linie, weil der Wert ohnehin runterging angesichts der Tatsache, dass hier ein Krieg geherrscht hat. Er hat das genutzt, er ist reich geworden mit Waffenhandel, so viel weiß man. Und jetzt hat er mit einem Standardvertrag die Schürfrechte in dem Asteroidengürtel für 20 Jahre rausgegeben. Alles klar. Aber das ist aber eigentlich an sich hochinteressant. Sie speichern darin ihre... Ja. Ihre kulturellen Persönlichkeiten? Ja. Große Könige, wichtige Leute. Wir wollen niemals vergessen, dieser Rest heutzutage sind wir Skor ein höchst friedfertiges Volk. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass man uns nicht reizen sollte. Es ist reines Interesse. Wie haben Sie das denn bislang gemacht, wenn Sie, ich meine, wenn das ein so höchst seltenes Material ist? Wir haben es angekauft. Und früher haben wir es auch in unserem eigenen System geschürft, nur mittlerweile sind unsere heimischen Minen leer. Taub, sagt man, glaube ich. Es gibt also keine Alternative. Sie haben zwischenzeitlich keine Überbrückungsmethode gehabt, wo alternative Materialien benutzt wurden? Es gibt keine Alternative zu Indurit. Das lässt sich auch nicht synthetisieren, nehme ich an. Nein, es ist die Nummer 124, ein höchst schweres Metall jenseits der vormals gedachten Grenze der Stabilität. Ganz interessant. So. Jetzt verstehe ich. Haben Sie es gehört, Mr. Gray? Yes, sir. Ist das korrekt? Es ist etwas komprimiert, ist aber in den wichtigen Punkten korrekt, ja. Komprimiert. Ist es, gibt es diplomatische Beziehungen zwischen den Skor und den Romulanern oder ist das eher eine persönliche Beziehung, wenn die Frage erlaubt ist? Er ist ein privater Dienstleister. Ah. Für also ihr, ja? Interspeziesrecht und Informationsbeschaffung. Für Interspeziesrecht, er ist also eine Art Anwalt. Nun, eigentlich alles, was er sagt, ist mit dem Zusatz versehen, dass er keine offizielle Anwaltsberatung durchführt. Aber ja. Verstehe. Das heißt aber, Sie sind eine. Die meisten wirklichen Anwälte für Interspeziesrecht sind aktuell mit anderen Dingen beschäftigt. Ja.
Sie sind eine private Agentur, die hier nach diesem Material schuft und es dann ihrer Regierung verkauft oder Leuten, die einfach nur das Andenken an verstorbene Familienmitglieder erhalten einfach möchte? Oder irgendwelche Leute? Nein! Also es geht nur um größte verdiente Kultur. Bürger ihrer. Ja. Wie viele Score pro Jahr werden denn auf diese Art und Weise verewigt? 0,1 oder so vielleicht. Einmal im Jahrzehnt gibt es vielleicht eine Person, die diese Ehre zuteil kommt. Aber man braucht sehr viel von dem Material. Es wird eine lebensgroße Statue angefertigt, die dann eine lebensgroße Statue. Das, wie viele von diesen Statuen stehen denn schon bei Ihnen zu Hause? Rum? Ein paar, nun ja, einige hundert. Mhm. Verstehe. Ist es denn wichtig, wie häufig diese Zeremonien durchgeführt werden? Nein, ich will einfach nur mir ein Bild davon verschaffen, wie viel sie brauchen. Ja, wie viel sie brauchen und wie relevant das auch für ihre Kultur. Also einfach nur, um zu verstehen, was das, welche Größenordnung wir hier, von welcher Größenordnung wir hier sprechen. Aber und ist es denn üblich, dass sie so gefährliche Substanzen benutzen, wie jetzt heute, um an das Material zu kommen, das sie suchen? Wir haben das Belitrium nicht genutzt. Es muss natürlich vorgekommen sein und ist dann in Interaktion mit einem unserer Fusionsbrenner explodiert. Ah. Was haben denn unsere Sensoren dazu gesagt? War denn von diesem Belitrium besonders viel auf dieser Oberfläche des Asteroiden? Also so. Dann hast du nicht gescannt. Ja, dann punkten wir nochmal die Hawking an, damit die danach scannen. Ach so, ja, das könnte ich natürlich kurz mal machen, ja. Ich gehe mal, ich mache das über den, ich mach das über meinen Tricor. Geht das? Also eigentlich wahrscheinlich einen Kommunikator nicht. Benutzen, ja. Okay, dann würde ich kurz sagen, wenn Sie erlauben, Commander, und würde kurz rausgehen, damit die das nicht mitkriegen. Und du siehst an der Ecke noch den Romulaner stehen, der schaut dann jetzt in deine Richtung, auch mehr schmal, und er geht leise um die Ecke weg von dir. Also der hat zugehört quasi von draußen. Der hat eher versucht, etwas zu beobachten, was auf der was jenseits des Ganges passiert. Oh. Okay, dann mache ich kurz die Meldung an die Hawking. Inainri meldet sich kühl wie immer und sagt dann, dass die Scans anzeigen, dass es mehrere konzentrierte Punkte von höherem Belitrium-Vorkommen im Asteroidengürtel gibt. Also durchaus so groß, dass es etwas ist, was die Schürfenden durchaus gewusst haben müssten, dass das hier vorkommt. Und das kann man nicht einfach übersehen haben. Wenn sie nicht danach gescannt haben. So. Okay. Aber doch durchaus größere Mengen. Und die Mengen von diesem Material, was sie eigentlich gesucht haben, ist das auch in großen Mengen vorhanden? Also in den Mengen, in denen das Sinn machen würde, das zu schürfen für ihre kulturellen Zwecke? Insgesamt sind in dem Asteroidengürtel ungefähr 1,5 Tonnen des Materials vorhanden. Da es extrem selten ist, gilt das als eines der größeren Vorkommen. Okay, na dann. Kann ich mal dem Romulaner hinterherlaufen? Das kannst du. Wir wechseln mal kurz zu Farin Elig, ja. Der von dem Ferengi den Gang runtergeführt wird. Und dann hantiert er länger an einer der Türen und sagt, Entschuldigung, ich weiß nicht, welche. Das ist alles sehr. Ah, er steckt zwei Fernbedienungen zusammen, drückt darauf rum, woraufhin eine Tür sich öffnet. Hier, nein, Moment, hier ist das Licht. Das ist einer von den, sag ich mal, Verstecken, die Geiler angefertigt hat hier auf der Station. Und hier haben wir, naja, sie selbst. Der geht rein und das ist ein Raum voll mehrerer Kisten und Boxen und Fässer mit wild handgeschriebenen Markierungen. Und unter anderem eine von den Kisten ist offen, der Deckel liegt daneben und eine Reihe von Disruptorgewehren klingonischer Machart sind darin gelagert. Also in ihren Kisten oder einfach so auf den Haufen geworfen? Sie sind klingonisch sauber sortiert, also grob in die gleiche Richtung. Und liegen auf zwei Streben, die sie halten. Dann würde ich den Rekorder ziehen und würde nach Energie- bzw. Waffensignaturen scannen. Allerdings darauf aufpassen, dass ich nur passiv scanne, also nicht aktiv irgendwas anpinge, was dann in Sicherheitsschaltung geht. Oh, du kriegst hier eine Anzeige, es ist ein wahrer Weihnachtsbaum. Es ist eine Sammlung von Jumja Sticks zum Lichterfest, was auch immer die passende Metapher für einen Bajorana ist.
Da sind Disruptorengewehre, da sind Sprengsätze unterschiedlichster Natur, Ampullen mit hochaggressiven DNA-zersetzenden Substanzen. Also eigentlich hätte unser Wissenschaftsoffizier, der oben auf dem Schiff ist, dann hellste Freude, hier zu sein. Ja, und hinten im Raum sind mehrere große Lagerkisten mit Ferengi-Aufschriften. Die enthalten eine Substanz, das schon mal erwähnte Duatefrizin. Duatefrizin hat diese sehr positive Eigenschaft, dass es Explosionen und Implosionen, also die meisten Materialien, die dafür zuständig sind, zumindest für eine gewisse Zeit inert macht. Und wird zum Beispiel zum Entschärfen von Bomben verwendet. Aber nichts, was keine aufbauende Energiewelle irgendwo, die man wahrnehmen könnte. Nein. Nein. Also alles noch verhältnismäßig harmlos, was hier steht. Vielleicht hätten wir Katastia mit dem Lagerraum wahrscheinlich ein bisschen früher wissen. Also die Substanzen, die die DNA von jemandem zersetzen können, die wirken weniger harmlos. Ja. Da kennt sich jetzt fern wenig mit aus mit dem Kram, aber was Waffen. Also es wäre etwas, also der Lagerraum hätte schon gereicht, um Katastia ein paar Monate früher rückzuschlagen wahrscheinlich. Und wie viele dieser Lagerhallen haben Sie? Bislang haben wir so ein Dutzend gefunden. Die meisten haben wir uns selber drum kümmern können. Wir wissen nicht, wie viel noch auf dem Mond oder in der Nähe ist. Geiler ist aktuell nicht zu erreichen. Ich fürchte, er ist untergetaucht, weil er unter anderem wegen des Handels hiermit vom großen Nagus verfolgt wird. Alles sehr unangenehm. Ich habe diesen Mond gemietet, um hier sowas wie eine, Zwischenstation. Ja. Ich dachte mir, wenn Geiler vielleicht ein schwieriges Vorbild ist, dachte ich mir, nehme ich mir eher Quark als Vorbild. Eine Bar, die alle Leute willkommen heißt und alle gleichermaßen das Latinum aus den Taschen zieht. Das kann ich verstehen, aber im Moment sieht es eher nach aus, als ob Gäste in 1000 Fetzen gerissen werden, wenn die anderen Räume auch so aussehen. Und das ist sehr ungünstig für den Profit. Ja, wie viele Gäste haben Sie eigentlich gerade auf der Station von uns mal abgesehen? Um die 600. Das ist der typische Fall, wo man von den 600 nie was sieht. Das wird dann gesagt. Ja, das wird gesagt, aber ihr habt nicht so leere, gesehen. Ja. So leere Gänge, wo immer mal die gleiche Person vorbeiläuft. Ihr habt schon so ein Dutzend Leute oder mehr in der einen Raum mit den fernsten Pflanzen gesehen, die sich da unterhalten haben. Hatte Fahrer nicht irgendwie so ein Bonus auf oder Wissen über Waffen, weil er früher irgendwie im Widerstand gekämpft oder sowas? Ich meine, Fokus, taktische Waffen und Waffentechnologie. Ah, genau, ja, sehr gut. Ja. Also, nun, das Weiterverkaufen dieser Waffen ist natürlich höchst illegal, deswegen. Was? Gut, also in diesem Raum haben wir jetzt nichts. Ja? Also vielleicht gibt es sowas wie einen Finderlohn dafür? Wir könnten uns mit der Flotte auseinandersetzen, dass wir die Entsorgung dieses doch schweren, bösen Erbes für das gänzlich nicht meine Schuld ist. Genau, kostenlos. Straffrei für Sie und kostenfrei für Ihre Station und Ihre Geschäfte entsorgen. Straffrei und kostenfrei sind Worte, die mir gefallen. Das gebe ich zu. Mach doch mal einen Wurf auf Insight und Security. Ich nehme an, keinen Fokus. Nee. Geht nur darum, was zu beobachten. Nee, ich bin von dieser Auswahl doch ein bisschen zu sehr abgelenkt und überlege, wie wir dem Ferengi das noch geschmackhafter machen könnten. Ja, das heißt, du bekommst nicht mit, aber Serda Diaz ist ja jetzt mittlerweile dem Romulaner gefolgt und späht in einen Gang, wo eine Tür offen steht und sie leise die Stimmen von Farin Elik und dem Ferengi hört, während der Romulaner sich daneben an die Wand presst und zu lauschen scheint. Und du kannst auch noch mal einen Wurf auf Insight und Security ablegen. Okay.
auch nicht unbedingt meine Stärken, aber wir versuchen es mal. Ich bin da gar nicht schlecht drin, aber irgendwie kommt da nichts bei rum. Oh, zwei Erfolge bei Seradiris. Und am Ende des Ganges lehnt sich jemand anders um die Ecke, ein Kelleruna, der ebenfalls lauscht. Also aktuell beobachtest du den Romulaner, der Farin Elich und den Ferengi belauscht und ein Kelleruna lauscht übrigens auch noch von der anderen Seite, hat dich aber nicht bemerkt. Okay, und was sagt mir mein Insight über das Gespräch, über was der Ferengi da so von sich gibt? Der redet über Waffen und Farin Elich erzählt ihm gerade, dass man die vielleicht kostenlos entsorgen könnte. Aber du hörst auch die Worte illegal und höchst gefährlich. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass du hast Tifrizin, aber ich auf eigene Kosten angeschafft, um möglicherweise, da ich ja damit schon eine ganze Reihe an Sprengsätzen und dergleichen mit dem Material, das ich, also ich hatte schon mehrere Tonnen davon entschärft habe, könnte ich vielleicht also das in Rechnung stellen? Das wird zurzeit, ist nach dem Krieg, wird das eigentlich von der Föderation kostengünstig zur Verfügung gestellt für alle eventuellen Blindgänger und andere Sprengstoffe, die gefunden werden. Also wenn sie sich das tatsächlich haben bezahlt, dann hat sie jemand über den Tisch gezogen. Seine Miene friert ein. Der ganze Ferengi scheint anzuhalten mit dem, was er tut. Ja. Reboot. Ich kann nicht mal zu dem so ganz nonchalant zu dem Romulaner hinschwänzeln. Der wird dann aufmerksam, dass du da entlang kommst, richtet seine graue Uniform. Brauchen Sie Hilfe? Sie scheinen Ihren Docking Bay nicht gefunden zu haben, um Ihre Medizin zu besorgen. Ja, bin da ich hier lang. Im falschen. Dankeschön. Sehr gerne. Wir erwarten Ihre Rückkehr bei dem Treffen. Es wird Ihre Expertise als Berater gefordert. Dann werde ich mich eilen, aber ich schicke schon mal eine erste Einschätzung an meinen Arbeitgeber. Und er geht weg, während er einen Kommunikator rausholt. In dem Besprechungsraum gibt es ein Ding und der Score zieht einen Kommunikator heraus und scheint etwas abzulesen, das er geschickt bekommen hat. Es gibt ein Ding? Was für ein Ding? Ding! So ein Ding, ein Geräuschding. Ein Dong. Ja. Und der Kelleruna bekommt fast gleichzeitig auch eine Nachricht. Was geht in ihren Köpfen vor? Alle im Meeting, alle am Handy. Was auch immer. Wenn die ist in der Mitte des Tisches. Es ist jetzt quasi sowas wie unschönes Mitlesen. Gerne, mach noch mal Insight und Command. Muss hier sich ja eh nicht anhören. Mann, nee, leg mich doch am Arsch. Das Einzige, wo das mit dem Ding doch blöder wurde, war, als es mal um chinesische Archäologie ging in einem Abenteuer. Und Ding ist auch der Begriff für ein sehr spezifisches Bronzegefäß. Ich glaube, Kirk hat öfter mal Sachen als Dinge bezeichnet, die er nicht verstanden hat. Ein Erfolg, hat. Doch, hat ihn dann verbessert. Alles kann ein Ding sein. Ein Erfolg. Beide sind wild am Plan und haben leichtes, schlechtes Gewissen, aber auch große Entschlossenheit. Okay. Das bedeutet aber, war das quasi, also das Plan kommt mit der Nachricht? Ja. Ah, okay. Ich wechsle kurz einen Blick mit Rodriguez und ja. auf die Pads, dass das jetzt in Bewegung kommt. entschuldigen Sie, wir waren ja noch nicht ganz fertig. Also Sie müssen definitiv eine große Menge von diesem Erz abbauen, um ihren nächsten kulturellen Schatz endgültig zu konservieren. Ich versuch hier irgendwie ein Gespräch weiter, das Gespräch weiter am Laufen zu halten. Der Kelleruna. Genau, ich will das Gespräch auch weiterführen, ne? Also ich bin Rodriguez ist noch an dem Punkt, wir führen hier auch einfach ein Gespräch, ja? Ja. Der Kelleruna mischt sich jetzt auch ein und neigt sich vor und versucht fast so vertrauensheischend mit Rodriguez zu kommunizieren. Ja. Die Sache ist, dass wenn solche Mengen an Bilitrium sich in dem Asteroidengürtel befinden,
dass doch erstmal geklärt werden sollte, ob mit ausreichender Vorsicht vorgegangen wird und auf jeden Fall überwacht werden sollte, dass dieses Belitrium nicht abgebaut wird, unter dem Vorwand, hier Indurit zu fördern. Also, um es klar zu machen, wir hegen den Verdacht, dass möglicherweise die Skor ihre Suche nach kulturell wichtigem Metall nutzen, um ein höchst gefährliches, für Bombenbau verwendetes Material hier zu schürfen. Und das sollte auf jeden Fall verhindert werden, um jeden Preis. Solche Waffen dürfen nicht mehr in den Umlauf kommen. Und wir sind bereit, uns dafür mit allen Mitteln einzusetzen. Na, das sind jetzt aber wirklich, das sind ja große Vorwürfe, die sich hier anbringen. Also ich würde schon mal, also ich dachte jetzt, ja, dass wir alle eigentlich ein gemeinsames Ziel haben, nämlich beide Materialien abzubauen. In dem einen Fall, um sie zu vernichten, in dem anderen Fall, damit sie zum Heimatplaneten des Core zurückgebracht werden können. Und das ist ja in unser aller Interesse, dass dieses, wie heißt das andere Material nochmal, das nicht Biterium heißt? Indurit. Bilitium heißt, ja. Indurit? Indurit und Bilitrium. Mann. Ja. Das sind alles Dinge aus dem Memory Alpha. Es tut mir leid. Ich glaube dir das. Ich habe die nicht erfunden. Die heißen schon immer doof. Also, es sollte doch machbar sein, dass die Skor ihr Indurit abbauen können und wir gleichzeitig Maßnahmen ergreifen, um das Bilitrium zu neutralisieren, damit auch diese Station hier nicht darunter leidet von irgendwelchen Nebeneffekten oder vorbeifliegende Raumschiffe. Jetzt mal völlig wahlloses Beispiel. Und ich sehe nicht, wie wir da nicht an einem Strang ziehen können. Ich schaue auch mal die Score an. Nun, wir haben nicht die Absicht, weitere Explosionen herbeizuführen. Hatten Sie die Absicht denn letztes Mal? Nein, das war ein Versehen. Allerdings verwehre ich mir die Vorwürfe durch diese kelleronischen Briganten, die hier erstens gar nichts zu sagen haben und zweitens, wenn ich das richtig interpretiere, regelmäßig Drohungen fallen lassen. Oder lese ich da zu viel zwischen den Zeilen? Das ist so ein kulturelles Missverständnis sicher. Die müssen das jetzt nicht alles hier als Drohung auffassen. Ich wünschte, der Kettenwege hier. Kurze Zwischenfrage. Sagt der Diaz, kann jetzt auch wiederkommen, ja. Genau, ist Stefan Grähe denn eigentlich hier im Raum oder ist er bei Fahren Ehling dabei? Der ist im Raum, ja. Okay, das kann ich dann mal so unauffällig. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, der sitzt da entsprechend, so nimmt immer noch an diesem komischen blauen Getränk dabei und fragt sich so langsam entsprechend noch immer so im Hinterkopf, kann ich eigentlich mit einem Bergbaulaser tatsächlich eine Bilitrium-Explosion erzeugen? Oder vielleicht doch nicht? Oder vielleicht doch nicht? Eigentlich, das ist ja so und so und so. Das hängt von der Art des Lasers ab und bei ausreichender Hitze, ja, wenn sich Plasma bildet, dann kann man auf jeden Fall eine Bilitrium-Explosion erzeugen. Ist die Frage aus, was erzeugt man das Plasma und mit welchem Laser? Möglicherweise könnte man sogar mit unterschiedlichen Farben arbeiten. Das teuerste Feuerwerk aller Zeiten. Okay, ich kann nicht mal zu Ibrabol fühlt so verdächtige Wellen aus Richtung Grähe, die mit Begeisterung und Vernichtungswut zu tun haben. Auch sehr angetan. Und sich auch irgendwie sehr deutsch anfühlen nach Silvester. Ich bin höchst irritiert und gucke so einmal so. Kann ich mal zu Petty Officer Grey rüber, möglichst nicht ganz so auffällig, also jetzt nicht diesen Tisch, sondern so zu ihm rübergehen und quasi leise zu verstehen geben, dass ich habe die Vermutung, dass der romulanische Berater sich hier ein wenig verlaufen hat auf der Station und möglicherweise den Weg zum falschen Docking Bay finden könnte oder seine Medikamente noch nicht gefunden hat. Vielleicht könnten Sie ihn ja aufsuchen und vielleicht dafür sorgen, dass er sich nicht weiter verläuft auf dieser durchaus weitläufigen Station, falls ich damit das Meeting nicht unterbreche. Ich dachte nur, vielleicht sollte irgendwie jemand, der eine Waffe hat, vielleicht ein Auge auf diesen Typen haben, der da rumläuft und Leute belauscht oder so. Das mir als Vulkanierin sitzt das nicht so gut. Keine Libunin mitnehmen. Dass der Remulaner da, ja genau, er und genau, dass die Security da mal irgendwie ein Auge drauf hat oder so. Wenn der Chief Engineer sowieso gerade woanders beschäftigt ist und das Meeting hier ja. Stefan nickt. Natürlich, LT. Ich nehme mir unsere Eskorte mit. Sehr wohl, Sir.
Der Tellarit steht auf und nickt dir zu. Jetzt gucken sowohl der Kellerune als auch der Skorr verwirrt zu dem... Ihr Berater hat gesagt, er wird gleich zurück sein. Hervorragend. Lieutenant Diaz, wäre es denn möglich, mit unserer Transportertechnik die Molekularstruktur dieser beiden Elemente zu sondieren und dafür zu sorgen, dass nur eins davon rausgebeamt wird, während um die Explosionsgefahr zu reduzieren, wenn das andere abgebaut wird? Denn offenbar sind die ja sehr eng verschränkt in diesen Flözen auf diesem Asteroiden. Anders kann man das ja nicht erklären, oder? Ich schau mal gerade, ob ich das weiß. Stefan nutzt indes die Sekunde und nimmt sich und unseren Lieblings-Security-Mitarbeiter und macht sich auf die Suche nach unserem besten romulanischen Freund, dem wir auf jeden Fall helfen möchten. Wie ist er nochmal? Nicht, dass der irgendwo umfällt ohne seine Medikamente. Man weiß, ja, es ist Medikamente. Tolxas. Tolxas. Okay. Dass er mit Gayla befreundet war. Ich habe einen Erfolg. Ich behaupte jetzt einfach mal, Commander, das ließe sich mit einer Rekonfiguration unserer Sensoren und der Einbindung in die Transportertechnologie sicherlich umsetzen. Ich glaube, wenn der Chief und Lieutenant Reed zusammenarbeiten, lässt sich das bestimmt machen, mit ein wenig Kalibrierung. Das wäre wahrscheinlich sehr energieaufwendig, aber... Das wäre es. Also speziell Indurid möchte eigentlich nicht gebeamt werden. Das ist ein. Das macht es doch nur einfacher, wenn das eine nicht gebeamt wird. Eine will nicht gebeamt werden und das andere ist neigt dazu zu explodieren. Also es, genau, ich dachte, mir ist gerade auch eingefallen, Moment, das ist ein Explosives, da sollte man vielleicht noch sagen, das ließe sich durchaus machen. Also ich impliziere mal, dass klar ist, dass das allerdings eine höchst empfindliche Aktion wäre, da das Explosionen hervorrufen könnte, unerwartete. Mhm. Das könnte das ganze System gefährden. Ja, wir bräuchten also ein wahres Genie am Transporter. Zwischendurch mal schnell zurückgerudert. Stefan Greie währenddessen ist mit unserem telleritischen Security-Angehörigen Nibunin unterwegs. Und wie möchtest du denn den Romulaner ausfindig machen? Nun, wir haben da ein zufälligerweise sehr passend geparktes Schiff im Orbit der Station und das hat einen hervorragenden Sensor-Suite. Die können wir doch dafür am besten zweckentfremden. Du bittest in ein Ried den einen Romulaner auf der Station ausfindig zu machen. Der gibt dir durch, in welchem Gang du suchen musst. Und du hörst aus der Ferne schon das eines romulanischen Trikorders oder Scanners, der gerade eingesetzt wird. Dann setzt Stefan sein breitestes, freundlichstes Lächeln auf, zu dem er in der Lage ist, und schreitet mit schnellem Schritt in Richtung dieses Ganges. Einen wunderschönen guten Tag. Der Romulaner schaut auf von einer Tür, die sich in der Wand gerade geöffnet hat und vorher offensichtlich nicht zu sehen war, beziehungsweise sehr gut getarnt war. Wie unangenehm. In der Tat. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das bedauernswerterweise nicht die Luftschleuse zu Ihrem Shuttle ist, nicht wahr? Ich muss bedauerlicherweise Sie darauf hinweisen, dass Sie das nichts angeht. Das ist greift nach der Tür, versucht sie wieder zuzuziehen, aber sie hat außen keinen Griff, deswegen tut es sich damit schwer. Ohne sich die Fingerspitzen irgendwie abzuklemmen. Stefan schaut diesem sehr, sehr traurigen Spiel für ein... 2, 3 Sekunden zu. Der Romulaner seufzt, schiebt die Tür auf. Wollen wir? Bitte. Wollen wir was? Ihnen dabei helfen, Ihre Medikamente zu suchen. Sie scheinen in diesem Moment gerade nicht ganz zurechnungsfähig zu sein. Schließlich versuchen sie, eine Tür ohne Griff zu schließen. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, habe ich gehört. Möglicherweise leide ich tatsächlich unter dem Entzug meiner Medikamente. Bemerkenswert, wie viele Leute sich da aktuell Sorgen zu machen und wie viele davon die Uniform der Sternenflotte tragen. In der Tat, Sie wissen doch, die Föderation allzeit besorgt um das Wohlbefinden aller bewussten Wesen in der Galaxis. Nun habe ich schon extra den Tal Shiyar verlassen, um nicht mehr mit Angehörigen der Sternenflotte zu tun haben zu müssen. Und werde dennoch immer wieder in Sachen hineingezogen, wo Sie Ihre Nasen oder anderen olfaktorischen Organe hineinstecken.
Hätte ich ja verlassen, um nicht jeden Tag die langweiligen Gespräche der Sternfotos zu hören, ja? Ja, genau so. Oh, Sie reden schon wieder über Gedichtsammlungen des 19. Jahrhunderts. Ich kann nicht mehr. Wenn noch jemand Tennyson zitiert, springe ich aus dem Stock weg hier. Ja. Sie scheinen außerordentliches Pech in der Wahl ihrer Berufung zu haben. Vielleicht eher in der Wahl meiner Klienten. Danke. Ich sollte von hier aus jetzt mein Schiff finden. Wir sind uns dessen Zieht sein haben. Oberteil zurecht. Dann geht an dir vorbei. Stefan hält, schaut ihm bewusst intensiv in den Rücken für eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Nibunin zieht fragend eine buschige Augenbraue hoch. Folgen Sie ihm unauffällig. Ja, sehr wohl. Und dann schaut Stefan mal, was der gute Mann da in dieser Tür gefunden hat. Dahinter ist ein unbeleuchteter Raum mit mehreren Kisten, aber es geht ein flackerndes kleines Licht an, als du dich näherst. Die sind alle mit kleinen Tablets mit Ferengi-Schrift versehen. Eine davon ist offen und da liegen mehrere Sprengsätze auf etwas, so Material, das auf den ersten Blick vielleicht Holzwolle sein könnte, aber vermutlich irgendetwas anderes ist, das repliziert wurde, um ähnlichen, ja, dämmenden Einfluss zu haben. Einer davon fehlt. Oh, shit. Gucken gleich doch nochmal unterm Tisch. Der Rainer. Ehrlich für Graycom. Wir haben ein weiteres Waffenlager gefunden. Ja, es soll ja mindestens ein Dutzend geben. Die wir bisher gefunden haben. Die bisher. Ein Sprengkörper fehlt. Welche das Größe war und welche ich Klasse? Nicht. Das ist eine Haftmine. Eine Haftmine, die für Shuttles und andere kleinere Schiffe gedacht ist, um ein Loch in die Hülle zu sprengen. Shuttles. Hey, Shuttles. Eine Sprengladung mittlerer Größe für 2, 3, vielleicht 4 Daumen breit Durastahl. Ja, die befestigt sich mit 4 selbstversiegelnden Stemmbolzen an der Außenhülle eines Schiffes. Und ist ich hasse diese Dinger. Danke, vielen Dank. Ja, ich überhole doch den Transporter. Nein, das hoffe ich gerade mal nicht. Haben Sie einen Verdacht, wo die Haftladung hin ist? Schaue ich unseren Ferengi. Komm schon, Chief. Was hat spitze Ohren und wo hat es gerade unser bester Freund? Ich schicke ihm mal die Scandaten von dem einen Raum auf seinen. Weißt du, was passiert, wenn wir hier einen Shuttle-Absturz in eine der Buchten bekommen? Wenn nur auch nur ansatzweise solches Material in den anderen 12 Katakomben liegt. Ja, also die kleine Schockraumwelle, die uns aus dem Warp gezwungen hat, ist dagegen gar nichts. Bip, bip. Hier Mozognir. Für Greie. Was? Der Romulaner ist nicht zu seinem Schiff gegangen, sondern zu dem der Kelleruna. Gerade sieht es aus, als würde er etwas mit mehreren selbstversiegelnden Stemmbolzen außen an dem Schiff anbringen. Lassen Sie ihn fest, er hat eine Haftmine dabei. Sehr wohl, Sir. Ja, wir diskutieren im Konferenzraum noch drüber, ob man die Sachen rausbeamen kann oder nicht. Ne? Ja. Ich versuche dir es klar zu machen, dass ich nur will, dass sie glauben, wir könnten das rausbeamen. Ich flüstere dir das ins Ohr. Also du möchtest, dass ich es so klingen lasse, also dass, ja, wenn, also du nee, möchtest da. Nee, wenn die glauben, wir können das, dann haben sie ja kein Argument mehr. Verstehen Sie? Ist das nicht logisch für Sie? Ich decke die beiden, indem ich besonders laut rede, wenn ich mitkriege, dass da was passiert. Mhm. Ah, und ihr Heiliger, dieser, wie hieß er? Alar. Ja.
Ein Urahn von mir? Ein Urahn, ja. Ich nehme an, Commander, es widerstrebt mir, die Unwahrheit zu sagen. Ich nehme an, Sie meinen, dass man ein wenig ausschmücken sollte. Sie sollen nicht lügen, Sie sollen nur übertreiben. Ja, es ist ja theoretisch, es ist ja prinzipiell möglich. Sie müssen nur die Details weglassen, die es erschweren. Verstehe. Serdadias, keine Miene verzogen während diesem ganzen Gespräch, hebt einfach nur eine Augenbraue und sagt dann halt etwas lauter. Nun, nach meiner wissenschaftlichen Analyse, Commander, ist es durchaus möglich, hier die Transporte einzusetzen, wenn man natürlich eine Rekonfiguration vornehmen würde. Grundsätzlich. Ja. Sehen Sie es? Unser Wissenschaftsoffizier sagt, wir können das relativ einfach lösen, das Problem. Es gibt gar keinen Bedarf, jetzt weitere Explosionen in Kauf zu nehmen. Na dann sind wir durchaus bereit, mit dem weiteren Schiffarbeiten zu warten, bis das geklärt ist. In dem Moment erhält der Kelleruna eine Nachricht. Ich hoffe, das war das Ziel von Rodriguez. Springt auf und sagt, Verrat! Der Berater von diesem Score hat soeben eine Haftmine an unserem Schiff angebracht. Ich springe auch auf. Was? Alle stehen auf. Was? Auch der Score springt auf. Dias an Grail. Grail hört. Haben Sie Kontakt zu dem romulanischen Berater der Score? Bip, bip. Mordsugne für Grail. Grail ist nicht so fein, entsprechend Funkbrücke zu spielen und schaltet einfach den kurzen Gruppencall eben ein. Ja, Mordsugne, es hat sich eine Pattsituation entwickelt. Der Romulaner droht, den Sprengsatz und andere, zumindest von denen er behauptet, sie verteilt zu haben, in die Luft zu sprengen, so ich ihm nicht freies Geleit gewähre. Wir haben jetzt die NSC dahin geschickt, wo die Action ist, ja, wenn wir im Konferenzraum sitzen. Lass uns doch alle mal gemeinsam zu dieser Shuttlebucht gehen. Dann können Sie sich auch äußern hier, Anführer der Score, dessen Namen mir bestimmt nicht entfallen ist. Anführer der Score. Das ist sein Name. Wie hat er denn reagiert? Als Moll. Hat erst sich dann links nach rechts umgeschaut und dann auch, was? Das wäre auf keinen Fall so weit gekommen, wenn die Kelleruna uns nicht provozieren würden. Egal, was man macht hier in der Region, überall tauchen sie auf und sagen, das könnte man mal für Waffen verwenden und mischen sich in alles ein. Dabei haben sie überhaupt keine Befugnisse dafür. Dann geben sie also zu, dass sie hier irgendwelche Haftminen an Shuttle anbringen, ja? Ich habe diesen Auftrag nicht gegeben, aber ich kann es meinem Privatberater, ich kann nachvollziehen, dass er vielleicht überreagiert hat. Vielleicht überreagiert? Dann gehen wir mal zu Ihrem leicht überreagierenden Privatberater. Haben Sie Ihre kriegerischen Absichten nicht schon lange an den Nagel gehängt? Ja. Aber wie ich schon erwähnt habe, man sollte uns nicht reizen. Ja, deswegen gehen Sie vor. Ich habe meinen Phaser übrigens wirklich gezogen. Der Vogel geht es wahrscheinlich vor. Ja, mit gesträubten Federn und weit aufgerissenen Augen. Schon fasziniert. Dahinter der Kelleruna. Und ich habe Ihnen gesagt, dass wir unsere Mission durchsetzen werden, mit welchen Mitteln auch immer. Sagt der Kelleruna. Was macht denn Farin Elig währenddessen? Ich weiß nicht, hat er den Gruppencall wirklich auf die ganze ja. Außenteam gelegt? Ja, ich würde sagen, du hast das auch mitbekommen. Ja. Ich gucke kurz den Ferengi an. Shuttlebucht der Kelleruna. Neben ihrer. Die 7. Neben und unserer. Und die Score haben die 9. Ha! Und die Haftmine, die Shuttlebuchten, befinden sich da auch zufällig Gewölbe drunter? Das wissen wir nicht. Die sind teilweise sehr gut abgeschirmt und getarnt. Welche Energieform Wahrscheinlich haben die nicht. Welche Energieform haben die Kelleruna getankt? Sie haben, soweit ich weiß, Fusionsreaktoren. Wir haben hier eine Strahlungsquelle, mit der wir die Lithiumkristalle wieder aufladen. Und ich meine, dass die Kelleruna das durchaus schon genutzt haben. Sehr gut. Eine Materie-Antimaterie-Explosion auf der Oberfläche ausgeführt durch eine Mine. Was soll schon passieren? Fragen Sie das ernsthaft?
Hören wir das irgendwie mit? Sie sind immer ja, noch auf einer Kanal. Noch, okay. Ja. Wir sitzen auf einer Bombe? Rodriguez Henry, bringen Sie doch bitte mal die Hawking in Transporter-Reichweite des Mondes und lassen Sie den Warp-Antrieb schon mal vorglühen. Sehr wohl, Sir. Commander, das wäre wahrscheinlich das Ende der Hawking. So schnell können Sie nicht beamen und außerhalb der Explosionsreichweite kommen. Was ist das für eine Explosion, bitte? Ich möchte darauf hinweisen, dass wir vielleicht auch an die Evakuation der ungefähr 600 anderen Besucher auf dieser Station denken sollten. Vielleicht wäre ein ein stationsweiter Alarm empfehlenswert, um die Evakuation zu beginnen. Wenn es einen aktiven Sprengkörper gibt, scheint mir das die erste logische Handlung zu sein. Wir gehen jetzt erstmal zu diesem aktiven Sprengkörper. Ja. Ja. Ihr seid schon aber Commander, die Evakuation. Euch kommt auch die Risanerin entgegen. Ich habe sehr seltsame, beunruhigende Nachrichten jetzt gehört. Was ist denn los, Commander? Lieutenant Diaz, erklären Sie doch mal der Dame, was das Problem ist und welche Maßnahmen wir am besten ergreifen könnten, um möglichst schnell die Leute von dieser Station zu bringen. Sicher, dass das nicht die Pilotin erklären könnte? Außerdem, wir gehen ja immer noch gerade mit unserer Delegation die Gänge lang Richtung Shuttlebucht der Kellerune. Und der hat eben gemeint, sie würden alle Mittel in Erwägung ziehen, um das zu verhindern. Ich wollte ihn auch nochmal ansprechen, bei Gelegenheit. Also je nachdem, wie lange wir gehen. Was haben Sie damit gemeint? Wir haben die klare Aufgabe, Massenvernichtungswaffen und Materialien dafür, wo auch immer wir Zugriff darauf haben, zu vernichten oder nutzlos zu machen. Und das werden wir tun. Ja, aber wollen Sie mir damit sagen, Sie haben jetzt auch irgendwie Haftmähen irgendwo angebracht oder was? Wenn wir schon so weit eskaliert sind hier. Das ist eigentlich nicht. Noch nicht. Noch nicht? Mhm. Von denen schlich aber keiner rum hier auf der Station. Ah, doch, da schlichen auch welche von denen rum. Ja. Das weiß ich aber nicht. Ja, der das gleiche Gespräch mitgehört hat wie der Romulaner. Ja. Ich würde ein Fass von dem Verzögerungsmaterial für Sprengstoffe. Ich weiß nicht, das kann man sich schlecht in die Tasche stecken. Ich nehme an, es gibt sowas wie ein Schwebe. Genau, das, für sowas. Das hat, also man kann da. Dann schwebt einmal so eine Registertonne einfach durch die Gegend. Den würde ich dann von mir her schieben. Angesichts der Tatsache, dass ich das ja gekauft habe und Sie das jetzt offensichtlich mitnehmen, Herr Ingenieur. Angesichts der Tatsache, dass von uns nichts mehr als Staub im Sternenwind übrig bleibt, wenn ich es nicht tue. Erwerbsregel Nummer 197. Kurz vorm Tod ist der beste Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich drücke Ihnen den einen goldgepressten Latino-Barren, mit dem ich gespielt habe, vorhin in die Hand. Na, ich sehe das als Anzahlung. Und er geht aus dem Weg, sodass du das rausschieben kannst. Unfassbar. Ja. Es ist Kommen wir irgendwann an? Ja, es ist ein schöner, geschwungener Gang mit Türen zu den einzelnen Landebuchten, die man auch sehen kann von hier aus. Das ist teilweise alles einfach durchsichtig gestaltet. Eine von den Türen ist auch offen und neben ihr lehnt euer telleritischer Sicherheitsmann, also Sicherheitsmann, Mensch ist es ja nicht, euer Sicherheitstellerit lehnt da und macht euch kurz taktische Zeichen. Aktiver Schütze, Sprengsatz da drin. Aktiver Schütze? Das heißt, der ballert hier auch noch? Das ist ja unfassbar. Also schildern Sie mal die Lage, Lieutenant Nibunin. Sir. Der kann es ja nicht hören. Ja, er hat diesen Sprengsatz dort angebracht, als ich ihn dann angerufen habe und selbstverständlich auf Betäubung gestellt, die Waffe auf ihn gerichtet habe, um ihn festzunehmen, hat er ebenfalls eine Waffe gezogen und einen Fernzünder und hat gedroht, das Schiff in die Luft zu sprengen. Angesichts der Tatsache, dass es ja offensichtlich einiges an brisantem Material an Bord der Station gibt, habe ich zunächst beschlossen, mich zurückzuziehen und eine idealerweise gewaltfreie Lösung durch Diplomatie einzureiten. Also sie zu rufen. Ja, gute Idee. Wo genau befindet sich denn der Romulaner? Ist er in der Nähe des Sprengsatzes oder hat er sich irgendwo in der Shuttlebucht verschanzt? Tatsächlich in der Nähe des Sprengsatzes. Er ist hinter einer der Landekufen des Schiffes. Das ist eine ziemlich hohle Drohung, nicht wahr? Hier ist Korn-Delegation. Ja? Wir sind ja vorgegangen. Wie wäre es, gehen Sie doch mal vor. Gehen Sie doch mal zu Ihrem Berater und erklären Sie ihm, dass das so nicht geht. Ja, das ist ja offenbar ein Missverständnis. Ich nehme an, ein kulturelles Missverständnis. Wenn Sie bitte die Shuttlebucht unserer
kellaronischen Freunde betreten würden. Mann, was machen wir? Laufen wir außen rum? Ich werde versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass das Ganze natürlich eine Überreaktion ist. Ja. Wir laufen geradeaus drauf zu. Der Skorr winkt mit einem Flügel durch die Tür. Tolxas, darf ich hereinkommen? Bitte nicht schießen. Und tapp dann in diese Landebucht hinein. Der Romulaner schaut auch kurz hinter seiner Deckung hervor und der Skorr und er wechseln leise Worte, werfen auch immer mal wieder Blicke zu euch zurück. Kann ich immer gestikuliert wild. Ist Faren Elig auch mit dabei jetzt gekommen? Sind wir alle zusammen oder? Ja, definitiv sind jetzt alle zusammen. Faren Elig kommt jetzt gerade mit einer schwebenden Europalette im Grunde, mit einem riesigen Plastik eingewickelten Bündel obendrauf und einem Ferengi, der sich an einem dünnen Streifen goldgepresstes Latinum festhält, als wäre es seine Erlösung. Ich habe vorhin zufälligerweise überhört, Chief, dass es hier wohl größere Mengen an explosionsstoppendem oder aufhaltendem Material auf der Station geben soll. Ich habe den Namen vergessen. Serda Diaz weiß natürlich den Namen noch. Duatifrizin auf dieser Station gibt. Klingt wie ein Kopfschmerzmittel. Ja, stimmt. Duatifrizin spaltet die Schmerz ab. Anti-Erkältungsmittel oder so. Ja. Achi. Ja, Elig zeigt, ja. Deshalb habe ich eins mitgebracht. Exzellente Vorbereitung. Ist Greer auch dabei? Der kommt aus einer komplett anderen Richtung gerade, hat offenbar ein bisschen länger gebraucht, um den Weg hierhin zu finden. Statt zu uns ein wirkliches Labyrinth. Und dann schleiche ich darüber für Notfall ein Ablenkungsmanöver. Irgendwas, was scheppert, kracht oder keine Ahnung, was so aussieht, als ob es eine Explosion sein könnte, aber keine ist. Um dann gegebenenfalls jemanden zu entwaffnen. Plan B. Wie würde man denn dieses Material, was wir da jetzt auf dieser schwebenden Palette haben, wie würde man denn das am schlausten einsetzen gegen eine Mine, die möglicherweise über einer Höhle voller explosiven Materialien, also wie kriegt man das eine zum anderen? Gibt es da irgendeine offensichtliche Lösung? Also normalerweise wird es fein verstäubt. Wir haben dafür so etwas wie Nebelgranaten. Ah. Das Granaten. Na gut, eine Explosion muss es wohl geben. Quarkmanöver. Können Sie die beschaffen, diese Nebelgranaten, dass wir möglichst schnell die Situation... Die sind mit in der Packung drin. Ah, sehr gut. Na dann. Die sind allerdings ziemlich teuer pro Stück. Ich bin sicher, Chief Elig hat das mit Ihnen schon ausreichend geklärt. Eigentlich nicht, nein. Dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass, hier. Es gibt ein Zzzz und sowohl der Romulaner als auch der Skorr werden aus der Dockingbucht gebeamt. Verdammt. Wie war nochmal die Regel, Tote machen keine Geschäfte? Moment, aber die... Aber die Mine ist noch da. Ja. Und der Mann mit dem Zünder ist weggebeamt worden. Ja. Ja. Das ist nicht so gut. Ich möchte eine von diesen Verstäubungsgranaten aus der Packung reißen. Ja, bitte machen Sie das. Ja, dem schließe ich mich an. Das ist vielleicht gut, wenn das nicht nur einer macht, dass Sie wirklich diesen ganzen Docking Bay einstäuben können. Gib den Befehl, irgendwas zu machen. Gut, ich würde sagen, Daring und Engineering, weil du schnell mit Dingen, mit denen du nicht vertraut bist, was improvisierst, um diese Granate rauszuzerren und zu laden. Alle anderen schiebe ich in Deckung. Mhm. Oder gehen sie in Deckung, wenn sie nichts Sinnvolles tun können. Eine Eins. Die Designerin ist bestimmt, muss in Deckung geschoben werden, dringend. Ja, die steht da und erwartet offensichtlich, schaut dann hilflos zu Pilotin Ibrabul herüber. Dann schiebe ich mich dazwischen. Wenn wir eh gleich sterben. Ja, gut. Gut. Lieutenant Ibrabul, retten Sie die Gesanerin. Kein Problem, Sir.
Der Ferengi drückt sich mit euch ebenfalls in Deckung und sagt, aha. Ja, ich schnapp mir den Ferengi, okay? Ich nehme den Ferengi. Zwei, und oh, er wird von dir weggezogen. Aber das ist meine Frau und sie macht mit der anderen. Also, ich weiß nicht. Elik würde noch zum Commander brüllen. Getarntes Schiff. Naja, das stimmt, Schiff von denen ist einfach in der anderen Landebucht. Das ja, ist ich nehme nicht an, dass sie sich in die andere Landebucht gebeamt haben. Frag irgendwann, dass sie noch ein weiteres Schiff im Orbit haben. Er ist immer noch auf dem wenn er noch auf dem Planetoiden also ist. Also du kannst ja sehen, dass die Antriebe von dem Schiff, das Gore, jetzt sich aktivieren. Und zu ach, okay. Das kann man sehen. Dem, okay, das war ja. Mir nicht. Das kann man von hier sehen. Okay, dann würde ich mit dem Ferengi unterm Arm zu dem Landebuch des Gore rennen, ja, aber gleichzeitig in der Henry eine Nachricht zukommen lassen, beziehungsweise ihn anfunken. Scanne doch mal nach den üblichen Dingen, nachdem wir es kennen, wenn wir nach getarnten Schiffen scannen. Partikelausstoß von irgendwelchen. Tachyon. Ja, Tachyon hat hier keinen. Tachyonen? Traktorstrahl. Traktorstrahl gegen das Shuttle. Das sind die Abhauen. Achso, wenn es abhebt, wenn das Shuttle gerade wegfliegt, dann. Ich werde das Shuttle aufhalten und wir scannen nach getarnten Schiffen, sehr wohl. Ja. Also und ich renne dahin zu der anderen Bucht, aber zu spät wahrscheinlich. Und zerrst also Ferengi mit dir. Was ist mit dem Rest der Score passiert, die mit uns hier hingelaufen sind? Wurden die auch weggebeamt oder stehen die gerade so ein bisschen verwirrt? Es ist kein anderer mit euch mitgelaufen. War nur es waren nur der Captain und sein romulanischer Berater vor Ort. Wir haben nie so genau gesagt, wie viele da sitzen, ne? Ja, Entschuldigung, es waren der Score-Captain und sein romulanischer Berater und zwei Kelleruner. Okay, wir hatten irgendwie mehr Vögel im Kopf, glaube ich. Hatte ich auch, ja. Sollen wir die Granaten einfach mal provisorisch da jetzt reinwerfen, diesen Staub um diese Mine verteilen, damit die nicht hochgeht, wenn der den Knopf drückt? Das kannst du gerne machen, das ist Fitness und Security. In Character. Und du siehst die Anweisung, irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich folge dem Chief und nehme mir auch so eine Granate und denke, wir beide wissen, was zu tun ist. Und können das vielleicht gemeinsam. Der Chief hat die Granate fertig gemacht. Und jetzt ist die Frage, wer wirft sie? Ach so. Ich bin nicht besonders gut in Security und solchen Dingen. Braucht man denn? Ich wäre einfach nur mitgegangen und hätte auch eine Granate. Fitness? Und Security. Nicht so gut, Security geht. Fitness bin ich auch nicht so. Und auf einmal schauen sich alle die Sternenflottenoffiziere an. Vielleicht hätten wir doch weniger Streichquartett üben sollen und Baseball spielen. Yeah. Vielleicht hatten die auf DS9 doch irgendwie eine Ahnung, was Sinn macht. Ich bin darin gar nicht so schlecht. Ich bin ist, ja. Das wissen natürlich die Leute, dass Rodriguez sportlich ist. Ja. Gehen Sie nach vorne, die Sportskanone. Ja, wir unfit sein bei so vielen Turnieren, die wir da alle dauernd spielen, mit Knochenbrüchen anschmeißen? Ich weiß nicht, warum eure Werte so schlecht sind. Wegen der Knochenbrüche ist einfach alles nicht so gut zusammengewachsen. Also entweder Rodriguez kann das doch bestimmt. Ich bin auch in die andere Shuttlebag gelaufen. Rodriguez läuft gerade mit dem Ferengi in die andere Ladebucht, als euch klar wird, dass er ihn braucht. Was für Werte hat denn unser Sicherheits... Krummen Nibunin dabei. Ja, wie gut muss man denn sein? Mein Gott, die Granate jetzt dem NSC. Gib das her, ich mach das jetzt. Okay. Geben Sie mir das. Wir haben doch sicher noch Rerolls. Ja, ich hoffe. Ihr habt welche bekommen. Ja. Ja. Zwei Stück Momentum bekommen. So. Zwei Erfolge. Ja, die Granate fliegt wunderbar sauber. Und Ibrabol sieht, als es der Granate hinterher schaut, auch hektische rote Lichter an der Haftmine blinken, die immer schneller blinken. Und dann gibt es ein Pfft und eine weiße, staubige Wolke, ein bisschen so, als hätte man Babypuder großzügig in den Raum gepustet, legt sich um das Schiff. Und dann gibt es ein Geräusch, das eher an ein trockenes Husten, denn an eine stationszerstörende Explosion erinnert. Puff. Dann drehe ich mich um, guck alle Leute an. War's das? Wie lange ist denn die Haltbarzeit von die Diafrizan? Also ein paar Stunden ist das jetzt inert. Ja, aber man sollte sie entschärfen. Du siehst, wie Elik anfängt, die Panzerplatte, auf der es klebt, abzuschrauben. Ja, die selbstversiegelnden Stemmbolzen kriegt man da nicht so leicht raus. Okay, brauchen Sie Hilfe? Soll ich noch irgendwo einen Plasmaschneider holen oder sowas?
Ja, was weiß ich? Kein Plasma-Schneider. Na gut. Währenddessen kommt Rodriguez vor dem Schiff des Gore an. Werden die gerade abheben und dann nur so in 30 Meter Höhe festgehalten werden auf einmal. Ein schimmernder Traktorstrahl kommt aus dem Himmel herab und die in sehr, sehr, sehr niedrigem Flug über der Station hängende Hawking leuchtet darüber im Licht der fernen Sonne. Ja. Fenrich Amati hat an Bord ein super tolles Flugmanöver hingelegt, was keiner mitgekriegt hat, außer Rie, und Rie war nicht beeindruckt. Ja. Rie ist nie beeindruckt. Genau. Aber wir stellen uns alle mal vor, wie Amati da sitzt. Genau. Und die ganze Brücke ist leer. Genau, niemand mehr da. Was hat zwei Daumen und ein geiles Manöver geflogen? Okay. Ja, Fenrich, stellen Sie sich bitte zu den Leuten, die Sie gerade im Traktorstrahl festhalten. Selbstverständlich. Bitte sehr. Hier ist Commander Rodriguez von der USS Hawking. Ich glaube, Sie haben hier was vergessen auf der Station. Wollen Sie vielleicht nochmal zurückkommen und es mitnehmen? Nun, ich bin auch bereit, in dieser Situation den Täter auszuhändigen, der mich erpresst hat und versucht hat... Und Sie auch entführt hat, nicht wahr? Ja, Tatsache, so ist es. Und ihr ganzes Schiff gekapert hat offensichtlich. Nun ja, meine Crew tut, was ich sage, wenn mein Leben bedroht wird. Was aktuell nicht mehr der Fall ist, kann ich Sie beruhigen. Da konnten Sie den Angreifer bewältigen, ja? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ja ein richtiger Held. Man sollte Ihnen eine Statue bauen. Landen Sie freiwillig wieder oder soll der Traktorstrahl Sie wieder Wir landen freiwillig wieder. Könnten Sie vielleicht mögliche kellerunische Rachemaßnahmen unterbinden? Das wäre sehr freundlich. Das sollten wir hinkriegen. Rodriguez, sagen Sie nein! Ich bin sicher, da gibt es diplomatische Referenzfälle, wie wir mit den Kellerunen wie die Föderation mit den Kellerunen umgeht, Commander. Ich werde da etwas vorbereiten. Sehr gut. Inzwischen hat sich auch ein Kader von Kellerunen gebildet, die da stehen, alle sehr vorwurfsvoll schauen. Und eine Person davon hat etwas unter der Jacke, einen rechteckigen Umriss, der möglicherweise eine Sprengladung mit vier selbstversiegelnden Stemmbolzen darstellt. Also genau das gleiche Ding, das bei Ihnen klebt. Mhm. Das Score-Schiff landet selber wieder. Auslöser. Moment, ich dachte... Die Kellerunen sind so Anti-Spreng... Massenvernichtungswaffen. Einzelvernichtungswaffen sind okay. Einzelmaßnahmen sind erlaubt. Na toll. Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass das jetzt auch eine Massenvernichtungswaffe ist, wenn das hochgeht. Das hatten Sie wohl nicht durchdacht. Alle schauen sich unter... Yeah. Nein. Bei einer Besucheranzahl von über 600 Lebewesen auf dieser Station und möglicherweise mehreren anderen Schiffen in diesem System kann man durchaus von einer Massenvernichtung sprechen in dieser Größenordnung, falls hier eine Explosion stattfinden sollte. Dieser Mond ist eine Bombe. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, Chief Elik, vielleicht erklären Sie, Chief Farron, Entschuldigung. Ihr habt eben so vertraut, ihr beiden. Ja, Chief Farron, ihr habt mal zusammen was getrunken seitdem. Offensichtlich. Chief Farron, erklären Sie doch vielleicht mal, was das genaue Problem ist. Sie haben hier was rausgefunden, richtig? Ich habe es auch nur auf einmal bekommen. Ja, wir befinden uns hier auf dem geheimen Lagerplatz von Galin, der hier offensichtlich alles, was er so geiler. Zwischen den Krieg... Geiler, der Cousin von großen Nagus Rom. Mit Ferengi-Namen tue ich es mir immer noch schwer. Romantisch. Der hier so ziemlich alles gelagert hat, was so im Krieg abgefallen ist und was im Krieg Profit geworfen hat. Von zellauflösenden Substraten bis hin zu klingonischen Destruktoren ist eigentlich alles dabei. Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir irgendwo einen instabilen Quantentorpedo rumliegen haben, der... Oh, soll ich Ihnen zeigen, wo der ist? Der uns jeden Moment den Garaus macht. Oder ein Genesis-Torpedo. Wenn er einen gehabt hätte. Nun, sagen wir mal so, die A-Ware ist alles noch während des Krieges verkauft worden. Das meiste, was hier ist, ist fehlerhaft. Fehlerhaft. An welche Partei hat er denn verkauft? An alle, richtig? An alle. Hm. Ja. Wenn Sie zu laut hier Ihre Flatulenzen fliegen lassen, fliegt uns dieser ganze Mond um die Ohren. Darum stecken Sie dieses Ding jetzt wieder ein. Ja. Also,
Mir wäre es daher sehr recht, übrigens, wenn die Sternenflotte vielleicht irgendwie ein Ingenieurskommando oder so herschicken könnte. Und das ganze Zeug zu entsorgen? Entschärfen, ja. Gegen eine entsprechende Gebühr machen wir das ganz bestimmt. Aber vielleicht können wir das verrechnen. Chief Farron hat gesagt, dass das kostenlos wäre. Ja, das übersteigt seine Kompetenz, aber wir können sie ja mit dem Preis für die Waffen verrechnen, den sie von uns mit Sicherheit noch verlangen würden. Sind die inzwischen wieder gelandet? Ja, der geht auch die Rampe auf und mehrere Skorl schieben einen benommen wirkenden Romulaner mit erstaunlichen Kratzspuren die Rampe runter. Ja, die Coach. Haben Füße und Schnäbel und Krallen an den Händen. Alles, oh, wie Hähne. Alles, cool. Ja, wie Hähne im Endeffekt. Mhm. Nun, hiermit wäre der Täter überreicht. Was werfen Sie dem Täter denn vor? Was hat er denn alles verbrochen? Freiheitsberaubung. Kapern eines Schiffes. Er hat auch gegen seinen Vertrag verstoßen. Einsatz, nun, da wissen Sie selber besser, wohnte der Einsatz eines Sprengsatzes zur Erpressung anderer oder möglicherweise. Und das hat er aus freien Stücken, getan. Vielleicht hat er Weisungen überinterpretiert. Der hat ziemlich glasige Augen. Daran lächelt ihn freundlich zu. Ihr Gefangener braucht medizinische Hilfe, kann das sein? Wir kennen uns damit nicht aus mit romulanischer Medizin. Am besten überlassen wir ihn. Sind die Skorr giftig oder so? Haben die irgendwas? Weiß ich da was? Nee. Okay. Wirkt das jetzt auf den ersten Blick so, als hätten die Skorr das alles ausgeheckt und wirken, als wären sie im Panikmodus und würden versuchen, irgendetwas vorzuschieben, um da rauszukommen. So ein Haufen auch geschreckte Hühner. Ich bin sicher, dass eine... Aber wir sind uns alle einig, dass wir nicht wollen, dass dieser Mond explodiert. Ja, und ich bin sicher, dass wir eine diplomatische Aufklärung dieser Lage dazu führt, dass auch die Kellerunen davon absehen, ihre möglicherweise völlig legitime Aktion hier auf dem Asteroiden weiter zu drangsalieren, wenn sie sehen, wie kooperativ die Skorr generell in dieser Situation handeln werden. Natürlich, sehr kooperativ. Darauf würde ich mein Wort. Wem hält er die Hand hin? Dir, als ranghöchstem Offizier. Dann ergreife ich sie, aber dann funke ich gleichzeitig, während ich sie lange und festschüttle, bitte beamen Sie ein romulanisches Signal direkt auf die Krankenstation. Sehr wohl. Ja. Ich sage Dr. Baker Bescheid. Ja. Unser Dr. Baker wird sicher herausfinden, was genau die Motivation von Ihrem Berater war. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir klären das restlos auf. Er wird uns die Wahrheit erzählen. Ja. Dr. Baker hat einen gewissen Ruf, wissen Sie. Mhm. Ich dachte, die Sternenflotte darf keine Folter einsetzen. Ja, ja. Selbstverständlich wird keine Folter eingesetzt. Wenn ich da drauf? Dann jetzt nicht länger am Start gehindert werde, würde ich gerne erstmal Rücksprache mit meinen Auftraggebern aufs Score halten. Ob nicht möglicherweise andere Quellen von Indurit leichter abzubauen sind als diese. Das klingt gut. Machen Sie das mal. Danke. Damit das Ingenieurkorps wird den ganzen Bereich hier erstmal sperren müssen. Sperren? Alles voller Babypuder wäre wegen so Unterhaltung. Der Ferengis steht jetzt da. Sperren? Ja, sie wollen doch nie ihren Gästen nicht zumuten im laufenden Betrieb, dass wir im laufenden Betrieb Waffen unter ihren Gästen rausräumen. Das würde sich schlecht für ihren Ruf machen. Aber ihr Ingenieurkorps wird ja irgendwo unterkommen müssen und was essen und was trinken. Und das verrechnet ja. Ich hoffe natürlich, die Evakuation wurde bereits begonnen, im Namen ihrer Partnerin natürlich. Die hängt immer noch an Ibrabol dran. Welche Evakuierung? Was? Fenrich Ibrabol? Oder bitte? Lieutenant, ich weiß nicht genau, was gesetzt war. Lieutenant, aber wir lassen das. Sie haben natürlich mit der Risanerin die Evakuierung dieser Station besprochen, nehme ich an. Intensiv, ja. Haben wir. Ja. Sehr gut, dann ist ja alles in Ordnung. Wir haben über Evakuierung und Stationen gesprochen. Ja. Aber vielleicht vorher noch ein Abschiedsgetränk.
Wir könnten Ihre 600 Gäste sicherlich kurzzeitig auf der Hawking unterbringen. Es wird etwas eng. Ja. Etwas, aber... Viele von Ihnen sind ja mit den eigenen Schiffen hier und können sicherlich problemlos abreißen. Sie hält wieder etwas von dem bläulichen Getränk hoch auf die deeskalierende Fähigkeit der Föderation. Na gut, dann trinke ich jetzt auch mal was davon. Was trinken wir eigentlich? Schnaps. Das ist alkoholfreien romulanischen Schnaps. Balkoblütenextrakt. Oh. Ah, jetzt sag nicht, das ist anregend oder so. Genau das habe ich gerade gesagt. Ah! Und ich würde sagen, damit können wir auch brisante Geheimnisse beenden. Was mein spontaner Name für diesen One-Shot ist. Sehr cool. Brisante Geheimnisse. Brisante Geheimnisse. Nicht explosive Geheimnisse. Vielleicht auch explosive Geheimnisse, aber brisant ist ja auch ein Wort für kann in die Luft gehen. Kabums. Also Kabums es gibt Hochbrisanzgeschosse. Hat mich auch überrascht, aber ja, das darf man. Das ist auch ein guter Titel. Hochbrisanzgeschosse. Magst du uns dann noch die wahren Hintergründe der Parteien schildern, bevor wir an den Feierabend gehen? Also, das Hauptproblem ist, dass Geiler, der öfters erwähnte Cousin von Quark, der als Waffenhändler viel Geld verdient hat, ja erst einen eigenen Mond hatte, diesen habe ich beschlossen, und dann das ganze System gekauft hat. Und der hat überall Zeugs versteckt. Unter anderem, das, was hochgegangen ist, war kein natürliches Vorkommen von Bilitrium. Wenn ihr nachgeforscht hättet im Asteroidenring, hättet ihr herausgestellt, dass das tatsächlich versteckte Lagerstätten waren. Oh, ups. Das Zeugs hat er eben auch vertickt, um daraus Fusionsbomben herzustellen. Und die Skor waren in erster Linie wirklich da, um das Material abzubauen, aus dem sie diese heiligen Statuen herstellen. Das ist etwas, was aus der Animated Series ist, die Skor und ihre Statuen aus einem hochschweren Metall, wo Geister drin gespeichert werden, wie auch immer. Aber die sind sehr, sehr genervt mittlerweile von den Kellerunern, die übergriffig sind in der Region und die wiederum bereit gewesen wären, das Skor-Schiff in die Luft zu jagen, um zu verhindern, dass die mit dem Bilitrium was machen. Das heißt, die Skor hatten gar nichts wirklich Bösartiges vor. Die hatten nur diesen Romulaner dabei, der unfähig war, deswegen aus dem Tal Shiar rausgeflogen ist und jetzt bei jedem anderen Job, den er macht, am Ende nur sinnlos Dinge eskalieren lässt. Wir hatten schon wieder einen idiotischen Romulaner. Okay. Romulanische Garak. Das sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Irgendwie erwischen wir nur die Flaschen von denen. Ich weiß auch nicht. Ja. War es der gleiche wie letztes Mal? War sein Bruder? Vielleicht verwandt, ja, unter Umständen. Haben wir die NSCs gerade in die Action geschickt? Ja. 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 Was schaut ihr mich so an? Hat das funktioniert? Ich schicke mal unseren Ingenieur und der Ingenieur so, ich schicke mal unsere Security vor, dass die das so machen. Und ich total, wir haben ja auch nur einen Security dabei gehabt. Ich hatte einen ganzen Schrank voll mit modifizierten Quantentorpedos, der war wichtiger als eine Romulaner. Ich dachte, Rodriguez ist irgendwie so warst du nicht auch irgendwie so Security getrained? Oder? Nee, doch, eigentlich schon, hatte so Special Security Training, genau. Mhm. Aber also der Romulaner hatte jetzt gar keine eigenen Motive, der wollte jetzt nicht irgendwie dieses Bilitium für... Also der hat mehr oder weniger sich gedacht, oh, da kann ich sicherlich was rausschlagen, nachdem er gehört hat, dass das alles hier ist, war dann schon der Plan, vielleicht kann ich dieses Bilitium mitnehmen oder vielleicht kann ich was draus machen oder die Skor überreden, das zu machen und dafür müssen die Kelleruner weg und ja... Deswegen, also er hatte nicht vor, das Ding zu zünden, während es noch in der Dockingbucht war, aber weil er verfolgt wurde und jemand ihn beobachtet hat dabei, weil ja Nibunin hinterhergeschickt wurde von Stefan Greie, ist er dabei erwischt worden. Sondern der Plan war eher gewesen, dass die dann einen tragischen Unfall draußen im Asteroidengürtel haben. Ja, das klingt nicht ganz, ja, das klingt sinnvoll. Und es wusste auch keiner von den Beteiligten, dass wir hier auf diesem ganzen instabilen Material sitzen. Nein. Das hat unser Chief rausgefunden. Ja, schön. Kombi. Das ist der ganze. Also ich sehe jetzt Rie und Ferwig durch die Lagerhallen gehen, so, oh, das könnten wir uns nochmal genauer angucken und das ist ja hübsch und wenn ich doch was Inventur machen. Genau. Nur einen? Also Quantentorpedos sind teuer, habe ich gehört. Das ja, ne?
Und dann so immer, wenn sie so eine Halle fertig haben, Tür zu machen, einen Riegel draufsetzen. Ja. Also ich gebe zu, es war natürlich teilweise eine etwas alberne Runde. Die Scores sind eine etwas alberne Spezies, wie vieles, was in der Animated Series war. Und dass halt eben mehrere Running Gags aus DS9 jetzt drin waren, wie der Mond, den sich Quarks Cousin kaufen konnte, der Waffenhändler, sowie die selbstversiegelnden Stemmbolzen. Die großartig sind. Ja. Die sollte man überall einbauen. Also dafür, dass du das hier so zusammengebastelt hast aus diesen Elementen oder so, ich finde, das war so richtig wie so eine richtig klassische Star Trek-Folge angefühlt. Ja. Dieses typische. Ja. Also, und wir haben alle irgendwie unterschiedliche Sachen gemacht und trotzdem sind wir nicht durch die Gegend, also es ist nicht durcheinander gewesen oder so. Ich bin. Ja. Vor allem die Epicness, wie das Shuttle auf einmal hängen bleibt beim Aufsteigen und dann die Hawking durch die dünne Atmosphäre kommt. Also meine Grundidee war, dass sich zwei Parteien um etwas in einem Asteroidengürtel streiten und dabei bereit sind, sich allen Leuten in den Rücken zu stechen. Dann habe ich geschaut, was für Parteien könnte das sein. Dann hat Nico noch erwähnt, dass vielleicht ein unfähiger Romulaner ganz gut wäre. Dann habe ich einen eingebaut. Das fiel einfach so im Gespräch, weil als wir darüber geredet haben, ob die letzte Folge jetzt Cardon ist oder nicht. Das war nicht mal die letzte. Wir hatten noch eine Hawking-Folge danach. Ja, ja, aber hab dann geschaut, was alles Sinn macht an verschiedenen Dingen, die geschürft werden können, gemacht werden könnten. Und ich mochte einfach die Vorstellung, dass dieser Mond voll ist mit Sprengstoff und diese Ferengi langsam verzweifelt, weil er etwas gekauft hat unter falschen Annahmen. Und statt einer Bar und einem Casino mehr oder weniger jetzt auf einer Bombe sitzt. Das ist echt eine Verzweiflung. Ja. Dieser eine Streifen Latinum, den er da rausgeschlagen hat. Vorhin Elik, den als Glücksbringer dabei hatte. Für die Psyche. Ist besser, als in die Luft zu fliegen. Der Twist schlechthin wäre ja gewesen, dass der Ferengi in Wirklichkeit selbst geiler ist. Ich habe noch überlegt, ob ich wirklich geiler reinbringe, aber wir sind bei unserem Rerun, also bei unserem Rewatch von DS9 noch nicht wieder bei der die 7 Ferengi-Folge angekommen, wo geiler ja tatsächlich auftaucht. Ja. Deswegen habe ich den nicht drauf, sozusagen. Also ich hätte den nicht korrekt darstellen können. Deswegen habe ich einfach einen random anderen Ferengi genommen. Der war aber super. Es gibt auch, glaube ich, 2 oder 3 Folgen, wo der auftaucht, oder? Ist da nicht noch eine, wo er jemanden über den Tisch zieht? Das kann sein später, ja. Ich habe den Namen halt auch schon gehört gehabt, deswegen hatte ich ja auch gesagt gehabt, den kommt mir bekannt vor. Ja, im Deutschen wird er nur mal Gayler genannt, darum habe ich auch erst gestutzt. Na, weil Gayler schon komisch ist. Cousin Gayler oder so, ja. Cousin Gayler, ja, Entschuldigung, stimmt. Mein Cousin ist Gayler. Genau, Gayler, ich war auch etwas irritiert. Ich dachte, das ist für die Tante von Riser, das ist egal. Die Tante von Riser ist geiler. Ja, ja. Ist geiler. Dann habe ich gedacht, das war der Running Gag dazu. Aber naja. Risana sind halt immer horny. Deswegen auch so, was spüre ich denn? Freundlichkeit und latente Horniness. Weiß nicht, ich konnte es nicht besser beschreiben. Okay. Thirst Traps hier. Vielen Dank auf jeden Fall für die wechselhafte Runde. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Es tut mir leid, ich habe versucht, teilweise, wenn dann alle Leute in unterschiedliche Richtungen was machen, dann ist zum Beispiel mal auch irgendwie Pause für Stefan oder sowas. Das tut mir leid. Aber ich habe es versucht, immer wieder dahin zurückzuschieben. Und ihr ja auch netterweise, indem ihr immer wieder Leute zusammengezogen, angerufen und Gespräche miteinander verbunden habt. Vielen Dank an Julia, die Dudeljule, die, wenn das Kind weniger anstrengend ist, vielleicht auch wieder mehr streamt, ich weiß es nicht. Ich streame jetzt meistens morgens und tagsüber, wenn es sich ergibt, ja, also abends ist es aktuell noch schwierig, aber ja. Ja, aber danke an dich und dann indirekt auch an Max, dass das heute Abend möglich war. Ja. Vielen Dank an Nico als Samuel T. Rodriguez, der sich einen hinterfotzigen Romulaner gewünscht hat, der aber unfähig ist. Ich hoffe, ich habe einen ausreichend unfähigen Romulaner. Aber, ja, ich habe mehr bekommen, als ich mir gewünscht habe. Er war unfähiger, als du dachtest. Großartig. Pass auf mit deinen Wünschen, wie war das? Vielen Dank an Florian als Chefingenieur Farin Elik, der eine Entschärfungsgranate zusammenbasteln kann. Vielen Dank an Patricia als Nistrabein Ibrabol, die diese Granate dann noch zielsicher wirft. Vielen Dank an Mezi als Stefan Greie, der mal den NSC zum Schießen schickt, weil das die logische Lösung ist. Das ist absolut richtig war. Dankeschön. Und somit hast du verhindert, dass ein Kelleruna-Schiff, sobald es die Station verlässt, in die Luft gesprengt wird.
Wird auch im Chat gefragt, ob Julia auch mal wieder leiten würde. Ich denke, das ist nicht ausgeschlossen, oder? Ja, wenn nicht wir ausgeschlossen, hier, ja. Ich habe auch mal wieder Lust. Wenn du Zeit hast. Die Idee war ja, dass wir ein bisschen durchrotieren, dass wir zwar jetzt bei der Hawking bleiben. Wir haben inzwischen Experimente mit anderen Crews gemacht, aber irgendwie habe ich mir irgendwann gedacht, wieso eigentlich? Wieso nehmen wir nicht das, was wir schon etabliert haben? Man muss ja trotzdem kein Vorwissen haben, um so eine Star Trek-Folge nachvollziehen zu können. Und wenn das klappt, der Plan, dann machen wir das hier im Juli nochmal, bis noch einen Termin finden. Und dann auch wieder mit, wie gesagt, variablen Crewmitgliedern. Vielleicht ist Tim dann ja auch wieder dabei, ist Dr. Baker wieder hier, mal gucken. Ja. Uli hat auch gesagt, dass er mal wieder mitspielen würde. Oh ja. Und Franz als. Franz auch, aber der kann freitags normalerweise nicht. Okay. Ja, weil das soll ja schon freitags stattfinden. Ja. Aber die Idee ist vor allen Dingen, dass wir wirklich One-Shots machen, damit man also auch nichts anderes gesehen haben muss und jedes Mal bei Null wieder anfangen kann, um die Story nachzuvollziehen. Okay. Getting the band back together. Dann, wo rate ich denn hin? Wenn du das fragst, wird immer eine Antwort aus dem Chat kommen. Ich frage eher dich, Nico. Ansonsten, mich? Ich weiß ja, du hast doch, siehst doch, wer gerade online ist. Ansonsten rate ich den Walker oder die Haselnuss. Das sind doch gute Optionen. Das sind gute Optionen. Dann machst du davon abhängig, was das Programm ist jeweils. Was machen die denn? Bei Walker wird Pen and Paper gespielt und Haselnuss macht Beat Saber. Dann würde ich thematisch sagen, wir schicken den und die Leute zum Walker. Es hat auf jeden Fall wieder richtig schön Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reiten. Das freut mich. Sehr gerne doch. Vieles Abenteuer. Der Raid läuft. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Vielen Dank auch an alle im Chat. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Die Frage ist, ist ja noch ein Transporter-Buffer irgendwie drin? Ja, also du kannst ja immer eine Kopie von ihm da speichern, würde ich machen bei allen wichtigen Offizieren. Und er wacht einfach im Transporter. Das ist eigentlich clever, ja, dass man immer eine Kopie über hat, falls mal was passiert. Das sagst du den Leuten dann nicht. Oh, sie waren jetzt eine Woche im Transporter-Buffer gefangen, Doktor. Das ist ja blöd. Naja. Das ist echt eine gute Idee. Ich finde, der Transporter ist die moralisch und allgemein worldbuilding-technisch schwierigste Technologie. Dieses okay, Universums. Man will da eigentlich nicht drüber nachdenken. Nee. Warum kann das Beste jetzt nicht den Plot lösen? Höhle. Problem gut ist. Höhle? Höhle. In jeder Höhle fällt jeder Transporter erstmal provisorisch erstmal aus. Ansonsten würde der alle Probleme auf einmal lösen. Wie immer. Aber wichtig, erst nach dem Reinbeamen. Stellt erst mal fest, dass Mineral gibt, die das Rausbeamen wieder unmöglich. Genau, das Reinbeamen ist wieder vollkommen in Ordnung. Der Doktor hat mir eine Pille gegeben und mir ist eine neue Niere gewachsen. Ja, ich weiß, das haben wir ja auch sehr oft zitiert. Als die fully functional? Waren. Fully functional? Indy regt sich über irgendwas auf, aber er wird schon. Ja, ich. Oh, als wir zum letzten Mal gespielt haben, gab es einen Hund in-game, aber nicht out-game. Ja, da gab es den so, Beagle von Dr. Baker, aber das war ein holographischer Hund. Der holographische Therapiehund. Ist der nicht gelöscht worden? Nein, der wurde, ist erweitert worden. Der wurde umprogrammiert zum Schiedsrichter für die Parisi Squares. Ja, ich erinnere mich dann, dass entsprechend dann Astrolabs entsprechend irgendeine Simulation angeworfen hat, die einmal den gesamten Holospeicher gefressen hat, prinzipiell. Irgendwas war da doch. Ich habe irgendwie viel von dem Blödsinn irgendwie vergessen. In meinem Kopf erinnere ich mich noch so, oh ja, das war irgendwie eine ganz coole Story, eine coole Kampagne. Und ich habe irgendwie das mit den Telenovelas und dem Parisi Square Tournament irgendwie alles so ein bisschen verdrängt. Ich weiß auf jeden Fall noch, der Captain hat am Ende alle kaputt gehauen. Das war es auf jeden Fall noch. Irgendeiner von den früheren Hosts war Profisportler, fürchte ich. Stimmt so wie 1978, als Shatner und Kurt zurück an das Set von Star Trek The Motion Picture kommen mussten und dann nach 10 Jahren Pause diese Rolle wieder spielen und sie hat mit Sicherheit diese Folge nicht nochmal geschaut. Wer ist dieser Khan dann im zweiten Film? War da nochmal.